los. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuschauer, Wenden, mal wieder zum Verantwortungstreff. Heute am 26. Juni 2021. Ihr wisst, jede Woche mal eine Stunde allgemein über Verantwortung nachdenken ist nicht verkehrt. Über die Politiker ansonsten zu langweilig. Hoffe ich, könnte zu langweilig werden, sodass man das mal mag. So in die allgemeine Sinnreflexion zu gehen, Sinn- und Verantwortungsreflexion. Ja, wir haben wieder das schon bekannte Standardteam im Moment hier bei uns, obwohl natürlich die ganze Welt auch mit bei uns dazustoßen könnte. Wir haben den Dylan, den Louis und meine Unbedeutendheit, das alte FF. Und ja, damit starten wir einfach und ich gebe weiter an den Dylan. Ja, jetzt hört ihr mich, ne? So, dann lege ich mal los. Ja, was ist die interessante Frage für mich? Heute habe ich gerade ein Mitglied von der Partei Die Basis kennengelernt. Die ist Psychologin und ist immer bei meiner Musik da, wo ich meine Konzerte gebe. Ja, und da haben wir doch drüber gesprochen, wie wir das schaffen können, die 56% Potenzial der Next Scientists for Future auf ihre Partei zu übertragen oder der Partei diese zu schenken. Ja, und ansonsten habe ich gerade schon erzählt, mache ich mir natürlich schon auch große Sorgen, was mit der Menschheit wird. Und habe nochmal auch darüber nachgedacht, dass es ja leider so ist, dass wir mit der Aufklärung, sozusagen mit der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche sozusagen, versuchen, Wahrheit reinzubringen und dadurch vorteilbringende Irrtümer im Prinzip verschwinden zu lassen. Während aber im Kapitalismus vorteilbringenden Irrtümer mit vielen Milliarden Euro jeweils in die Bevölkerung hineingedrückt werden, so dass ich es auch nicht ausschließen kann, dass der Kapitalismus so einen gewissen Sackgassencharakter hat, nämlich dass er sozusagen so systematisch die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten multipliziert, dass es dann sein könnte, dass wir mit Wahrheiten und Argumenten, die ja quasi auch den vorteilbringenden Irrtumscharakter bestimmter der verschiedenen Sparten ja dann auch aufdecken würden, dass wir da einfach gar nicht durchkommen, weil eben wir nicht mit den lauten Megafonen von Milliarden Geldern sprechen, aber die vorteilbringenden Irrtümer mit Milliarden von Geldern multipliziert werden. Ne? Das macht mir schon große Sorgen. Ne? Ja, von daher auch das Thema, wir haben ja auch gerade eben über Gradido gesprochen, also so neue Geldsysteme, ja, dass auch ja alle möglichen Ideen da sind, aber auch wieder sehr viele Ideen da sind, die jetzt nicht direkt vom Kapitalismus kommen, sondern Cardido ist eigentlich eher so eine Art, aus meiner Sicht, marxistisches Konzept, wo es darum geht, ein Geld einzuführen, so dass man, wenn man auf dem Konto dieses Jahr 100.000 Euro hat, hat man auf dem nächsten Jahr nur noch 50.000. Das heißt also, dass die Menschen dieses Geld eigentlich sozusagen, dass es ein vollständiges Enteignungsprogramm ist. Jeder, der irgendwie Gelder auf irgendwelchen Konten hat, würde diese zwangsläufig verlieren im Laufe der Zeit. Und das Problem ist, dass solche Versuche natürlich krasseste Gegenreaktionen der sogenannten Reichen provozieren würden, nämlich der sofortige Flucht aus Deutschland mit allem, was sie haben, mit allen Maschinen, solange das noch geht, bevor eine Mauer gebaut ist. Denn man müsste bei Gradido aus meiner Sicht, müsste man auch eine Mauer bauen,
Aber wie gesagt, vorher sind wahrscheinlich alle Reichen schon weg und vor allem auch würde sofort, für die, die nicht sofort fliehen würden, würde sofort eine Flucht in Sachgüter entstehen, angeblich, sagen die Wirtschaftswissenschaftler, dass nämlich Gold und Häuser und Oldtimer und alles Mögliche, was irgendwie halbwegs wertbeständig ist, Silber und alle so Sachen, dass die massenhaft aufgekauft würden und danach auch, aber möglicherweise würden die Goldfirmen das Geld gar nicht mehr verkaufen, weil sie ja dafür wieder einen Credito kriegen würden, wenn sie also für 100.000 Euro Gold verkaufen würden und dann 100.000, also für 100.000 Credito, dann hätten sie 100.000 Credito auf dem Konto und hätten aber nach einem Jahr nur noch 50.000 Credito. Und deswegen würde wahrscheinlich, wie Wirtschaftswissenschaftler vermuten, kein Mensch noch irgendein Sachgut verkaufen, weil das das Einzige ist, was dann noch wertbeständig ist. Sondern das Geld würden alle meiden wie die Pest, dann würden sie wahrscheinlich in Dollar flüchten oder in diese komischen Bitcoins oder irgend sowas oder eben alles nur noch über Gold und Güter und Waren machen sozusagen, weil sie, sobald sie sich mit Credito bezahlen lassen würden, das Problem hätten, dass sie dieses Geld innerhalb kürzester Zeit ja verlieren würden, immer 50% pro Jahr, und dann quasi letztendlich innerhalb kürzester Zeit also arm wie eine Kirchenmaus wären. Und die andere Vermutung ist, dass dann auch niemand mehr sich wirklich irgendwie ernsthaft anstrengen würde. Man würde wahrscheinlich, alle Menschen würden ihr gesamtes Leben hin auf die Freizeit orientieren. Und die Arbeiter würde man wirklich nur das absolute Minimum, das einem selber gerade mal so spontan eben so ein bisschen Spaß macht, das würde man vielleicht noch tun. Aber sobald es auch nur eine Spur anstrengend wäre, würde man natürlich darin überhaupt keinen Sinn sehen. Und das hat ja auch irgendwo was Gutes, dass man also wirklich nur das tut, was man Lust hat. Aber alles, was nur ein bisschen anstrengend ist, würde dann nicht stattfinden, weil man ja letztendlich kein Ergebnis seiner Arbeit behalten könnte und so weiter, weil es ja alles durch Credito enteignet würde. Aber wie gesagt, ich vermute, das Erste, was geschehen wird, dass so schnell können wir gar nicht gucken, wie alle Reichen vor der Einführung solch eines Geldes weg wären aus Deutschland und ihre Maschinen mitnehmen würden, weil sie das erleben würden als einen Großangriff eines, ja, marxistischen Staatsmodells, der Totalenteignung sozusagen, ja. Ja, dann gebe ich jetzt weiter, ja, an den Öff-Öff, der ist ja wohl dran, gell? Tschüssi. Ja, danke schön, danke schön. Also ich bin in dieser Woche vielfältig als Friedensagent in Anspruch genommen worden. Als Seelsorger und als Friedensagent fühle ich mich in Anspruch genommen. Was damit zu tun hat, dass an vielen Stellen, wo ich mich mit engagiere, bei anderen alternativen Aktivisten und Gruppen, es so ist, dass doch ganz schön Schlingerkurs und ja, auch wenn man prinzipiell Methoden wie offene Kommunikation oder sogar auch Konfliktarbeit gut findet, dass ich immer wieder feststelle, die Leute haben es zumindest bisher nicht gemacht, wider besseren Wissens. Und dann stehen sie vor mir und oft ist es so, dass sie erst auch ihren Frust und ihre Kritik an anderen abladen. Und erst wenn ich sage, wenn ich das vorschlage, Leute, wir kennen doch alle solche anderen Umgangsweisen damit und solche Methoden, wollen wir die jetzt anwenden? Wendet ihr euch an mich als einen Friedensagenten?
der jetzt hingeht und diese direkte Transparenz und dieses Miteinander sprechen und dann hinzunehmen weiterer Helfer, der das jetzt anleiert. Dann kommt so eine Reaktion wie, ach ja, hast ja eigentlich recht, also wir könnten ja diese Methoden jetzt anwenden. Und klar, wir könnten dich jetzt als Freeze-Agenten da einsetzen. Eigentlich haben wir nur vorgehabt, bei dir den ganzen Müll abzuladen, den wir abladen wollten, und den Müll auf den anderen draufzuschmeißen oder so. Aber du hast ja eigentlich recht. Wir könnten das ja viel gründlicher mit unseren idealistischen Vorstellungen und so machen und könnten uns da innerlich seelisch dran freuen, zu was wir so imstande sind. Ja, so ist das. Und gleichzeitig enthalten diese Baustellen natürlich ein Potenzial. Also an manchen Stellen ist das wirklich, ich habe ja die letzten Male schon erzählt, also bei einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation bin ich massivst verstrickt, bis dahin, dass jetzt beiderseits auch juristische Vorgehensweisen begonnen sind und ja, es auch unglaublich ist, wie sich da jetzt Koalitionen oder ich nenne es ja lieber dann Klüngel an dieser Stelle, also das, was nicht mit Argumenten, sondern sogar gegen die Argumente sich mit anderen Mitteln durchsetzen will, wenn sich Menschen dafür zusammentun, dann ist das für mich Klüngel. Und also bei dieser NGO, wo ich damit beteiligt bin, da ist es der totale Wahnsinn. Aber ich habe es vorausgesagt. Ich habe den Leuten, die da engagiert sind, habe ich gesagt, Leute, wenn wir da jetzt es zu einer Auseinandersetzung kommen lassen, dann schaltet gleich alle Gänge hoch. Denn wenn die Gegenseite mit ihrer Klüngellogik auftritt und versucht dann jetzt da sich mit durchzusetzen, dann können wir nicht sicher sein, wie dick sich da für ihr Vorgehen Mehrheiten bilden. Und wir können überhaupt nicht sicher sein, wie stark sie juristische Hebel finden, die sie anwenden können. Also wenn wir sagen, wir setzen jetzt die offene, transparente Argumentekultur gegen die Klüngelei, dann stellt euch nicht vor, obwohl natürlich alle sagen, dass sie gegen Korruption sind und eigentlich auch gegen solche Klüngelei, stellt euch nicht vor, dass unsere Erfolgsaussichten groß sind. Also entweder wir schalten alle Gänge hoch, und reizen unsere Möglichkeiten und Vorteile voll aus, und dann ist es immer noch sehr, sehr fraglich, ob wir durchkommen, oder wir sind von vornherein verloren. Ja, das ist das. Und an anderen Stellen stelle ich halt fest, sogar bei Top-Alternativbewegungen, die sich gerade seit letztem Jahr hier in Deutschland gebildet haben, werde ich mit dazugeholt und ja, die Leute, zum Teil bei ihren Veranstaltungen ist es so, dass die Frage ist, lässt man sich gegenseitig zu Wort kommen oder ist sogar von der Gesprächs- oder Vortragskultur, ist es so, dass man guckt, wie man jemanden da quasi von der Bühne drängen kann. Es wird geguckt, jemand hat sich Arbeit gemacht, hat irgendwo eine Aufgabe übernommen und dann gibt es da neu eingerichtete Entscheidungsinstanzen, die den einfach aushebeln, also die Arbeit ins Leere gehen lassen, ohne mit ihm drüber zu reden und was weiß ich. Also in diese Dinge bin ich in der letzten Woche jetzt sehr stark verstrickt worden. Ich habe für zwei der alternativen Bewegungen, mit denen ich da in Berührung gekommen bin, Forenbereiche angelegt. Also die, die im freie Argumentekultur mitschauen, werden da immer wieder sehen, wie sich das da niederschlägt. Zum Glück habe ich von Louis auch dieses Super-Duper-Video jetzt bekommen, von letzten Jahr Weihnachten, wo er da gefragt hat, wie wir die Verantwortungsreife sichern können. Also jetzt gerade auch auf uns bezogen, also Schenkerbewegung. Wie kann man es absichern, dass da nicht doch irgendwie jemand an der Spitze steht, der dann verrückt wird und ja oder das Post-Conventional Level verliert oder nicht mehr praktiziert, wie auch immer. Wie kann man sich da sichern? Zum Glück hat in Schenker-Bewegung so jemand ja sowieso schon keine äußere Macht mehr und keinen äußeren Besitz. Das unterscheidet uns alleine schon von allen anderen alternativen Instanzen oder Bewegungen. Aber für mich ist das ein Lieblingsthema, wie man die Verantwortungsreife sichert. Und dass ich selber auch keine Privilegien oder gar Guru oder Unfehlbarkeit allüren zugesteht. Und dementsprechend haben wir in dem Video darüber gesprochen, wie man Sicherungsinstanzen schaffen kann, also Aufpassgremien, die
zumindest so weit in den Werten auch stehen oder in der Wertelogik, dass sie erkennen können, wo geht es gerade ganz daneben und die dann das Steuerruder übernehmen können. Also sozusagen von meiner Seite aus ist das eine Selbstentmündigungsstrategie eben für den Fall, dass ich das Post-Conventional Level mal verlassen würde. Ja, das dazu. Und jetzt hat der Willen von Gradido und von diesen Veränderungen gesprochen. Ich finde es total spannend, an dieser Stelle in die Tiefe zu gehen und zu schauen, was sind die psychologischen Motivationen, warum die Menschen da solche Veränderungskonzepte gut finden. Und ich habe ja schon seit Jahrzehnten damit zu tun, dass da immer wieder Leute zu mir kommen, auch mit diesen Ansätzen von wegen zinsfreies Geld und Geldreform. Und natürlich würde ich sagen, ist einiges davon ein relativer Fortschritt. Also dass im Moment die Reichen immer reicher werden durch leistungsloses Einkommen, indem einfach das Geld sich vermehrt wie wucherndes Gestrüpp. Na klar, das ist Unrecht und da müsste man was gegen tun. Und da kann also Zinsreform schon auch ein Hebel sein. Aber... Und insofern ist das oft nicht marxistisch gemeint, sondern die stellen sich das noch anders vor, anarchistischer. Denn die marxistische Theorie ist ja, dass die Einzelnen kein Geld, keinen Besitz in dem Sinne mehr haben. Stattdessen hat es der Staat. Oder Endzustand Kommunismus. Sie werden mal so reif, dass sie wirklich alle nur noch ans Wohl des Ganzen denken und freiwillig dafür sozusagen auch planen, sodass der Staat dann wegfallen kann und alles ist nur noch eine Verteilungsorganisation. Aber außerhalb des Endzustands wäre der Marxismus ein Planwirtschaftssystem. Und was die lieben Leute sich so vorstellen, die da diese Zinsreformen vorhaben, ist ohne diesen Plan. Sondern es verringert sozusagen sogar die Fähigkeit und Motivation der Menschen, längerfristig zu planen, weil dafür können sie kein Geld mehr zurücklegen. Also die sagen dann, diese Zinsreformer, ja, die Reichen verwenden das Geld als Hortungsmittel und entziehen es dem Tauschkreisläufen. Sie machen das Geld als Tauschmittel kaputt in dem Sinne oder erschweren dessen Funktion, weil sie es als Hortungsmittel verstehen. Aber die übersehen, dass das ja nicht nur Hortung ist, um der Hortung willen, sondern schon irgendein kleiner Sparer, der hingeht und sagt, ich lege mir Geld beiseite und ich sammle Geld an. Der macht das in vielen Fällen nicht nur, weil er sich denkt, ich schädige jetzt das Tauschsystem, indem ich das Tauschmittel rausziehe, sondern der plant, der sagt sich, ich muss jetzt so und so lange zusammenlegen, bis ich mir eine größere Anschaffung machen kann. Oder eben investieren, wenn man jetzt wirklich unternehmerisch auch denkt, investieren in Maschinen und sonst was, um eine Firma aufzubauen oder so etwas. Und natürlich ist so dieses Geld beiseite legen, um längerfristig zu planen, wird geschädigt. Wenn man sagt, nee, dein Geld ist, was weiß ich, nach 2 Wochen schon nur noch die Hälfte wert, dann hat keiner Lust dazu, sondern immer mehr ist die Motivation, die man als die tollste ansieht und die sich dann auch immer mehr durchsetzt. Wir denken in den Tag hinein. Geld ist dazu da, um ausgegeben zu werden. Das machen wir. Dadurch haben wir was davon. Alles andere, da haben wir weniger von. Und es ist nicht ein Staat dann, der die Planung übernimmt, sondern locker flockig in den Tag hinein, ohne eine Planungsinstanz, die einem da ins Portemonnaie greift oder in die Eigenregie greift. Das kann trotzdem noch besser sein als diese Art von Reichtumsvermehrung, wie wir sie im Moment haben, wo das Geld in den Portemonnaies oder in den Aktienrechnungen der Reichen explodiert. Aber es ist natürlich weit entfernt, ein wirklich verantwortlicher Ansatz zu sein. Ein wirklich verantwortlicher Ansatz wäre, dass wir sinnvolle Verantwortungsplanung sogar aufs Ganze, global denken, lokal handeln hinbekommen und nicht Augenblickskonsum oder immer mehr Anreize für Augenblickskonsum ohne weitere Blickhorizonte. Und ihr kennt ja jetzt meine Sprüche dann. Verantwortlichkeit entsteht nur durch Verantwortungsbildung. Dadurch, dass der Einzelne, gerade wenn er sagt, er will nicht eine übergeordnete Instanz, die diese Planung fürs Ganze übernimmt, dann muss er seinen Schädel aufklappen und sich fragen, wie kriege ich diesen Verantwortungshorizont hin, ans Ganze zu denken.
an all die Folgen, die ich anrichte oder anrichten kann, und dass das in Ordnung ist, statt dass mir das egal ist und es kommt mir nur auf irgendwelche Augenblickskicks an, irgendwelche Konsumkicks. Also Verantwortung entsteht durch Verantwortungsbildung, und wenn sie demokratisch oder sogar anarchistisch sein soll, statt einer Zentralregierung, die wir trotzdem brauchen werden, aber ich sehe sie auf Basis eben dieser anarchistischen Konsensrätestruktur. Aber wenn wir das eben uns so vorstellen, dann ist der entscheidende Punkt, dass wir uns aufraffen zum Erwerb der echten Verantwortungsreife, post-conventional level und sowas. Aber natürlich ist das für all die kurzsichtigen Konsumgeier, ob sie oben in der Regierung sitzen oder ob die kleinen Leute auf der Straße sind, ist das ja etwas, wo sie vorweglaufen wie der Teufel vor dem Weihwasser. Also hat man eine schwierige Aufgabe, dicke Bretter zu bohren oder schwere Steinbrüche zu bearbeiten. Was soll's, da es der logisch einzige Weg ist, kann man es mit Freude anpacken und so gut wie möglich machen. Was gibt's für größere Lustausbrüche als richtig zu denken für ein denkendes Tier oder das kosmische, göttliche Bewusstsein in sich zum Durchbruch kommen zu lassen? Also von daher, man gewinnt dabei. Ich reiche in diesem Sinne weiter an den nächsten Gewinner, Louis. Ja, danke. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Interessant, eure Analysen. Was ich spontan als Impuls sagen möchte, ist, dass ich mit dem Südamerikaner, wie wir ihn hier anonymisiert nennen, der Öffi weiß das, ich weiß nicht genau, was bei seinen Reaktionen auf die Information rauskam. Jedenfalls, ich hatte ihn gefragt, unter welchen Bedingungen ich in seinem Projekt mitmachen könnte. Das ist jetzt gut zu hören, dass der Öffi konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass durch seine Genossenschaft möglicherweise neue Leute interessiert sein könnten, an meinem Projekt mitzumachen. Ich habe da zwischendrin große Motivationshemmungen. Also habe ich den Südamerikaner gefragt, wie es bei ihm aussähe, und was er da geantwortet hat, war so dermaßen, also dass er mich nicht auf Augenhöhe behandelt hat und mich so stark sauer gemacht hat, dass ich tatsächlich Impulse hatte, den Kontakt mit ihm oder sogar mit den Schenkern abzubrechen. Also das ist mir eingefallen, weil Öffi ja davon geredet hat, warum man ihn nicht als Friedensagent einlädt. Also habe ich dann natürlich auf eine Art auch gemacht. Aber das ist mir schon mehrfach passiert mit dem Südamerikaner und eventuell auch mal bei der ein oder anderen unübersichtlichen Situation mit Öffi, dass im Schock oder auch mit der Bezugsgruppe, also wenn ich das Gefühl habe, dass Leute sich auf eine Art verhalten, die mein Vertrauen zerstört oder das könnte, dann bin ich erstmal stark geschockt. Und ich denke dann immer, wenn andere Leute, die mit weniger Vertrauen und mit weniger positiven Erfahrungen an diese Konfliktklärungsmethoden oder weniger Erfahrungen mit diesen Konfliktmethoden, wenn die dann mit komischem Verhalten konfrontiert werden, ja, dann sind sie halt vielleicht nicht mehr zu begeistern für unsere Idealvorstellung von ordentlicher Konfliktklärung und wie wichtig das halt ist, da nicht zu große Schocks auszulösen. Ja, damit gebe ich wieder weiter und mache mich dann gleich stumm, wenn keine Nachfragen sind. Danke. Ach so, und Dylan, du bist manchmal, das war auch schon in den letzten Konferenzen, dann haben wir es dir immer gesagt, jetzt bin ich ja stumm. Also manchmal bist du scheinbar nicht direkt am Mikro. Das schwankt so mehrfach in einem Satz. Ja, das ist aber nur der Telefonhörer. Also das heißt, ich achte halt darauf, dass ich am Mikro besser zu hören bin, also für die Aufnahme besser zu hören bin als beim Telefonhörer. Denn, das geht schon. Ich wollte dich quasi nur noch mal bitten, da vielleicht beides zu beachten. Ja, ich habe jetzt beides in der Hand sozusagen, ja. Also
Und wie gesagt, also, und wenn das am Telefon schwankt, ist nicht so schlimm, wie wenn es in der Aufnahme schwankt, ne? Nee, aber es ist auch nicht gar nicht schlimm. Ja, so Gut, dann geht's mache ich doch mich ab. jetzt stumm, ja? So geht's jetzt. Alles klar. Okay. Ja, dann lege ich mal los. Und zwar, ja, nochmal kurz der Ausflug. Also erst einmal zu dem, was Luis gesagt hat, nämlich, das ist ja das, was wir sagen, dass der Kapitalismus im Kopf ist. Ja, wenn der Südamerikaner, das habe ich ja selbst erlebt sozusagen, und wir als Psychoanalytiker sind ja darauf trainiert, wahrzunehmen, wie die Szene ist und so weiter. Und ich fand, jetzt aus meiner Sicht fand ich sein Verhalten hochproblematisch, also sehr geprägt von irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern wie, ja, Unduldsamkeit oder Intoleranz gegenüber anderen Sichtweisen, Rechthaberei und Streitsucht in diesem Sinne oder tendenziell. Und da wäre es sofort sinnvoll, wie gesagt, von der ersten Sekunde an, sofort mit dem, was ich ja das tägliche Fragforum nenne, nämlich das tägliche, ja, wo sind auch nur die kleinsten Spannungen in der Luft? Sowas muss sofort bearbeitet werden, denn der Kapitalismus in den Köpfen ist ja das, was in einer Kommune an allererster Stelle das Leben zerstört oder das Miteinander zerstört. Denn da geht es ja eben nicht um Gradido oder so etwas, sondern geht es erst einmal darüber, dass Menschen sich überhaupt gut vertragen und sozusagen freudvoll kooperativ miteinander erst einmal auch sprechen können, ohne dass es zu Zorn und zu anderen oder Gereiztheiten kommt und so weiter. Denn diese Gereiztheiten führen ja über kurz oder lang, dass man sich dann eben doch wieder trennt, was ja dann auch quasi das Auswandern aus der Kommune wäre, quasi das Auswandern aus dem Staate parallel, ja. Und das wäre ja dann nicht wünschenswert, denn wir wollen ja, dass die Kommunen wachsen und größer werden. Und ja, also deswegen mein Hinweis nochmal, also dass man eben in einem täglichen Fragforum diese Dinge immer an der ersten Stelle stehen müssen, nämlich Spannungen vor allem anderen, vor dem bin ich glücklich in der Kommune und vor dem, wo meinen die anderen, dass ich vorteilbringende Irrtümer im Kopf noch hätte und so weiter. Das wäre also das A und O. Die Spannungen müssen als erstes im Sinne der Friedensagentur immer sofort bearbeitet werden. Ne? Und nach Möglichkeit dann auch wirklich aufgelöst werden. Ne? So dass also ja, zum Beispiel, wenn ein Verhaltensmodus einer Unduldsamkeit oder Intoleranz gegenüber anderen Sichtweisen der Welt vorhanden ist, dass das dann einfach aufgehört wird, sondern dass man dann zu der Grundhaltung kommt, ja, wir können nichts anderes tun, als uns selbst zu erklären, mit wegen welcher Argumente und wegen welcher Erfahrungen und wegen welcher Berichterstattung von welchen Wissenschaftlern wir zu den und den Schlussfolgerungen gekommen sind, dieses und jenes Weltbild für wahr zu halten und anderes für nicht wahr. Und das können wir eigentlich nur so lange wiederholen, bis es vielleicht zu einer gewissen Annäherung kommt, eventuell, was aber kein Muss ist. Und wenn man es zum Muss macht, wird es dann eben sehr schnell stressig, ne? Und genau in diesem Sinne werde ich jetzt auch hier wieder so nochmal auf dieses Gradido-Thema eingehen, zeige jetzt den Zuschauern auch das Bild, was ihr nicht sehen könnt. Das ist diese Spirale, der große Kuchen und die Spirale mit den schneckenförmig als Kreis zulaufenden Sparten, wobei ich ja der Meinung bin, dass die Sozialsparten und aber auch die NGOs die gefährlichsten Sparten sein könnten von allen, dann die Gesundheitssparten, die Nahrungssparten,
die Waffensparten und alle anderen Sparten weiterhin, ja, also sozusagen da und beim Gradido ist es sehr schwer. Nicht jeder Irrtum beruht auf einem vorteilbringenden Irrtum. Vielleicht könnte man sagen, wenn man den Menschen als Unternehmer seiner selbst verstehen würde, ist Gradido sozusagen der Wunsch. Ich bekomme sowas, bei Gradido bekommt man nämlich ein sogenanntes aktives Grundeinkommen, für das man aber nur sehr, sehr wenig tun muss, um es dann zu bekommen. Das hat also, da steckt der Wunsch drin, sozusagen selber auch gewissermaßen auch ein gewissermaßen leistungsloses Einkommen zu beziehen und damit dann möglichst viel konsumieren zu können. Also insofern könnte man das als einen vorteilbringenden Irrtum jedes Menschen als Unternehmer seiner selbst verstehen, ja. Und ansonsten könnte man es nur als vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten sehen, denn wenn man die langfristige Folge von Gradido betrachtet, das, was ganz am Ende bei rauskommt, wäre eine Verarmung weiter Schichten der Bevölkerung, weil die Reichen ja, bevor eine Mauer gebaut werden kann, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, also Maschinen, was weiß ich, VW, BMW, Mercedes, Audi, da wird jede Schraube und jede Maschine abtransportiert. Was man halt nicht mitnehmen kann, sind die Bauten und das Land selber kann man nicht mitnehmen. Aber wenn dann alle Leute, die kompetent sowohl mit den Bauten als auch mit dem Land umgehen konnten, sozusagen alle weg sind, dann sind ja auch die mit dem aktiven Grundeinkommen Gradido dann quasi gezwungen, sich selbst landwirtschaftlich irgendwie was zu essen zu verschaffen, also oder permakulturell jedenfalls oder möglichst naturgärtenmäßig sich was zu essen zu verschaffen. Aber generell werden die Menschen eher verglichen mit dem jetzigen Zustand bettelarm, was nicht schlimm wäre. Was ja nicht schlimm wäre, weil im Naturzustand beim urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, da geht's ja auch eben nicht um Geld und solche Dinge. Nur vergessen wir dabei eine kleine Geschichte. Bei den Bonobos funktioniert der urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus deswegen, weil tatsächlich alle pazifistisch sind. Das heißt, weil keine Bonobo-Gruppe auch nur die geringsten Ideen hat, andere Bonobo-Gruppen anzugreifen und zu vernichten, Völkermord zu begehen, wie man das im Gegensatz dazu bei den Schimpansen durchaus ja zumindest meint, beobachtet zu haben, dass man regelrechte Genozide beobachtet hat bei den Bonobos, bei den Schimpansen. Im Gegensatz zu den Bonobos, die eben pazifistisch verhalten. Ja, und das Dilemma ist, wenn dann in Deutschland alle mit dem Land, weil die Reichen alle weg sind, die Fähigen alle weg sind, alle, die irgendwas gelernt haben, weg sind, weil die dann lieber ihr Glück im Ausland versuchen, alle Maschinen mitgenommen sind, alle Techniken, alle Geräte mitgenommen worden sind, alle Patente und so weiter, alles mitgenommen worden ist und lauter unausgebildete Leute im Prinzip zurückbleiben, dann wäre das nicht schlimm, bis auf einen einzigen Faktor. Deutschland wäre dann militärisch völlig schutzlos. Und das wäre für mich als wissenschaftlichen Denker wieder die große Frage, sind die anderen pazifistisch oder sind die eher so wie wir selber? Und wir selber, wir Deutschen, da brauchen wir gar nicht an 1933 bis 1945 zu erinnern, sondern wir Deutschen haben zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer und die südamerikanischen Indios mit abgeschlachtet, auch wenn da dann andere Nationen auch munter beteiligt waren. Denn Südamerika, das war ja, glaube ich, eher ein Geschehen, wo sich Spanien und Portugal als Massenmörder verhalten haben. Ne? Wir waren also bei dem Massenmord Frankreich, England und so weiter und Irland und so weiter. Wir waren ja alle beteiligt an dem europäischen Massenmord an den nordamerikanischen Indianern und südamerikanischen Indios.
Und was gibt es jetzt für eine Garantie bei der Kriegslüsternheit, die wir jetzt auch in den USA feststellen und so weiter, dass nicht irgendwann es dann heißt, naja, Deutschland, die spinnen da, die machen da also irgendwie, die steigen aus und alles und ja, und die haben jetzt keinerlei Rüstung mehr, weil das keiner mehr bedienen kann und weil keiner die Ausbildung hat, weil alle fähigen Leute das Land verlassen haben und so weiter. Naja, dann erobern wir doch Deutschland auf die Schnelle und sorgen dafür, dass diese Spinnerei aufhört. Also sagen wir mal so, die amerikanische Waffenindustrie wäre sicherlich nicht verlegen darum, dass sich einige vorteilbringende Irrtümer evoluieren, die also sozusagen dann einen Angriffskrieg der USA rechtfertigen oder rationalisieren, mit Rationalisierungen rechtfertigen würden. So ähnlich wie das ja beim Irak gelungen ist oder bei allen möglichen anderen Angriffskriegen, ja. Ja, und das wäre, da sehe ich ein Dilemma drin, dass dann also sozusagen das Deutschland, dass dann man sich sehr schnell in einem eroberten Land wiederfindet und vielleicht dann wirklich fast schon sowas wie versklavt wird, ne? Oder die USA zwangsweise wieder den Kapitalismus einführen oder irgendwas Sonstiges. Ne? Ja, also und ja, andere Themen mache ich dann in der nächsten Runde. Ich gebe erstmal weiter wieder an Öff. Ja, danke, Dylan. Also bei allem, was wir so erleben, bin ich ja mittlerweile durch einige Wasser auch schon gewaschen. Und also solange es alles in Anführungszeichen lustig bleibt, also jetzt nicht so ist, dass man wirklich direkt körperlich verletzt wird durch Verhaltensweisen von Menschen. Wohlgemerkt, natürlich muss man den Ernst der Lage im Bewusstsein haben, dass aufs Ganze gesehen solche Verletzungen und Morde geschehen in der dritten Welt gegenüber den Kindern der Zukunft. Aber solange es so ist, dass jetzt bei dem Einsatz für Veränderung einem keiner ans Leder direkt will, sondern man es mit sozialen und am besten auch noch argumentativen Auseinandersetzungen zu tun hat, solange kann man die Sache natürlich auch von ihren lockeren Seiten und zum Teil auch unterhaltsamen Seiten sehen. Also zu Gradido nochmal zum Schluss, also was du zum Schluss da auch ja angesprochen hast, Dylan, und wo ich zuvor schon gesagt habe, die Menschen wollen nicht weiter blicken, ihren Horizont weiten, vor allem ihre Verantwortungsdimensionen weiten. Sie wollen mehr Spielraum bekommen für die Konsumsucht. Im Augenblick irgendwas machen, was Spaß macht und dabei sich gut fühlen und dafür von denen, die mehr haben, kräftig noch was an Scheiben abschneiden. Ich meine, da erlebt man die buntesten Blüten, ne? Also das ist jetzt nicht gesponnen, aber alleine heute, wenn ich mir den Tag heute anschaue, ich habe eine Information bekommen über einen jungen Mann, der hier direkt in meiner Umgebung, ich bin ja jetzt im Moment in Stadt Allendorf wieder in Hessen, gewohnt hat, also jetzt wohl woanders hingezogen ist auch, aber der hatte zwischendurch mal seine alternative Phase, da kam der mit einem Kumpel und saß dann hier im Garten und zitterte vor Aufregung. Und meinte, gut, die Zeit ist reif, das ist ein falsches, willkürliches, verbrecherisches System. Und jetzt muss Gerechtigkeit kommen. Man muss einfach in den Supermarkt gehen können, sich nehmen können, was man braucht und gut ist. Das ist dann die wahre Gleichberechtigung und Freiheit für alle so. Ne? Dann haben die mich noch mitgeschleppt nach Marburg zu einer Universität. Und da müssen wir da mit Wissenschaftlern drüber reden. Ich habe gesagt, also ich teile jetzt nicht alles von eurer Vorstellung, aber dass wir diesen grundlegenden Systemwandel brauchen und ob die Wissenschaftler da ansprechbar sind, da komme ich gerne mit und können wir mal gucken. Letztlich waren die da allerdings leider so nervös, überreizt und verwirrt, dass es nicht leicht war, da jetzt dann mit ihnen einen sinnvollen Diskurs auch an der Universität von Marburg in Gang zu bringen. Gut, und ein anderer. Und ich meine, wenn das Ausnahmen wären oder kleine Prozentzahlen, würde ich ja noch sagen, ja, aber wenn es so ist, dass bei den Jugendlichen von heute
eher, ich sag mal, also mal abgerechnet, dass 80% sowieso auf die Einrichtung ihres kleinen Lebens und ihre Konsumangelegenheiten ausgerichtet sind. Aber von den 20%, wenn da mindestens 10, vielleicht sogar 15% so freakig, angeschrägt oder esoterisch oder wie man das nennen will, drauf sind, dann ist das hochbedenklich. Und so war es erst heute Morgen, dass jemand, der mich schon seit Jahren immer mal wieder anruft, aus Hamburg, mir erzählt hat, er ist Gott und kämpft gerade auf dem Saturn gegen die Wesen, die hier die 3/4 der Menschheit zu ihren Marionetten gemacht haben. Das muss erstmal erledigt werden, also als spiritueller Kampf. Ne? Natürlich darf man keinem wehtun, zumindest das gestand er mir zu. Aber dieser Kampf muss erstmal durchgekämpft sein, obwohl er ansonsten ja genauso träumt wie ich von der liebevollen Kommune und so. Und ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, also was du da erzählst über die Geschehnisse auf dem Saturn oder so, da weiß ich immer nichts drüber. Ich bin ja kritischer Rationalist. Ich kann über all diese Dinge nichts sagen. Aber dass wir, wenn wir die Veränderung wollen, damit hier selber schon mal anfangen sollten, nach dem Motto, seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt, also auch solche Liebes- und Vernunftkommunen mit gemeinsamer Entscheidung und Teilen und so, das weiß ich und habe ihn dann angesprochen, wie sieht das aus? Schon vor Jahren hast du mir erzählt, ihr habt da in Mecklenburg-Vorpommern ein Stück Land jetzt besorgt und wollte auch anfangen, so eine Gemeinschaft miteinander zu bilden. Ich höre immer wieder nur von den nächsten interstellaren Kriegen, die nötig wären und die ihr da gerade kämpft, um die Situation auf der Welt hier zu verändern. Aber ich sehe nichts davon, dass ihr da jetzt auf eurem Grundstück seid und Kommune bildet. Ja, das kommt jetzt. Wir feiern demnächst schon mal ein Fest. Da haben wir gesagt, dass wir da mal zusammenkommen und feiern da ein Fest. Okay, habe ich gesagt. Ne? Solange ihr nicht bei der ganzen interstellaren Kämpferei auf die Idee kommt, es wäre wirklich gut, hier jetzt gewalttätig gegenüber irgendwelchen Zombies oder besessenen Menschen vorzugehen. Und solange ihr zumindest da irgendwie irgendwann mal Schritte macht jetzt in Richtung auf so ein Kommuneleben, ja okay, dann ne, freuen wir uns, dass wir einander so anregende Gedanken austauschen geben können. Ja, aber ich glaube, wenn heutzutage jetzt wirklich mal richtig ernsthafte Wissenschaftler erforschen würden, was spielt sich da ab, was sind das für Bewusstseinswelten, inwiefern sind das nicht nur Augenblickskonsumorientierungen, sondern auch noch völlig überdrehte oder zum Film, zur Filterblase gewordene Lebenseinstellungen und Sichtweisen, Weltanschauungen, sofern man das so nennen könnte. Also ich glaube, das wäre wirklich enorm, ne? Also was dabei rauskommen kann, wenn man das mal richtig realistisch erforschen würde und dann auch über Konzepte nachdenken würde, wie man damit umgehen kann. Okay. Dann zu dem, was du gesagt hast, Luis, ja, ich kann dich ja voll verstehen, aber du musst mir zumindest zugestehen, dass ich dir von Anfang an keine rosa-roten Vorhänge gezeichnet habe, sondern ich habe gesagt, da sind Methoden, die sind schon von ihrer logischen Stimmigkeit und Notwendigkeit her, ist völlig klar, das wären die Auswege, aber die Menschen gehen, gerade weil sie riechen, das wäre ein Ausweg, auch aus ihrer Willkür, ihrer Konsumwillkür. Gerade deshalb gehen sie diese Wege nicht, sondern sträuben sich ja mit Händen und Füßen. Und wir haben in Schenker-Bewegung diese Unterscheidung zwischen den Schenkern, die es machen müssen, und den Schenker-Verbündeten, weil wir sonst sehr alleine dastehen, weil sonst Wüste wäre. Und die Verbündeten haben nicht zufällig diese ganz große Freiheit, dass man sagt, wenn ihr den Traum auch nur richtig findet, seid ihr schon Verbündete. Wie viel ihr dann tatsächlich hinkriegt in der Umsetzung, ist euch sehr freigestellt. Wir wären sehr alleine, sehr, sehr, sehr alleine. Und ja, man muss einfach sehen, auch die Verbündeten bei uns haben zum Teil mit sehr unausgegorenen Sümpfen zu kämpfen. Und du bist ja schon, das sage ich ja immer wieder, bist ja derjenige, der jetzt, was die Offenheit der Kommunikation angeht, die Bereitschaft, sich so in Frage zu stellen und mit unseren Methoden Dinge aufzuschlüsseln, hast du die weitestgehenden Ansprüche. Und bei den anderen sind da erheblich eingeengtere Spielfelder, die offen sind für diese Art von freier Argumentekultur, Frack oder gewaltfreier Kommunikations- und Konfliktkultur, GKK, das ist eingeschränkt. Ne? Da werden die Spielfelder so sortiert. Was ist tabu, wo will man nicht drüber reden, weil das vielleicht auch zu weh tut, sich dann zu fragen, wie sieht das aus mit den Argumenten und mit der Verantwortung im Ganzen? Gerade was persönliche Lebensgestaltung angeht, familiäre Sachen, Liebesbeziehungen, zu Hause,
Rahmen, die man sich schafft, da hängt oft so viel dran, dass sie das nicht in Frage stellen wollen mit diesen Frag- oder Konfliktklärungsmaßstäben. Denn dann muss man damit rechnen auch, dass das eben ein zäheres Ding wird. Ne? Dann sitzt man vielleicht nicht in einer Gemeinschaft, wo sie alle lieb und nett sind und miteinander meditieren, sondern sitzt wie Louis oder andere dann alleine an einem Ort, wo man feststellt, auch die Leute, von denen man sich am ehesten erhofft hat, sind noch nicht mal bereit, sich jetzt wirklich auf zusammenhängende, klärende Kommunikation einzulassen. Ja, abschließend noch, umso mehr freue ich mich, dass wir hier so zusammen sind und auch so engagiert sind. Nebenher, ich habe da gehört, na, also letztens, also Dylan, über dich werden ja bei mir jetzt auch hier ganze Lawinen an Kritik und so oder Belustigung auch abgelassen, über dich als Erleuchteten. Unter anderem, das sehe ich gerade, deshalb interessiert mich das nochmal, ganz vielleicht noch was zu sagen auch. Hier steht, als ehemaliger Chefarzt einer Psychiatrie bleibt es ja auch nicht aus, dass er nun massiv lebenslang einen Dachschaden hat. Und ändern will er es auch nicht. Also, du warst so Chefarzt einer Psychiatrie. Also, wir haben jedenfalls erlesene Leute hier, die hochkompetent eigentlich sind. Und wenn wir das nicht irgendwie hinkriegen, da so ein bisschen dran zu bröckeln an diesen... Ich bin erstaunt, was es für wunderbare Menschen, Märchenwelten gibt. Ich habe in der Psychiatrie mal gearbeitet, aber niemals als Chefarzt oder so. Alles erfundene Märchen. Was lustig. Ja, also das sind die Dinge, die einen jedenfalls mit Schmunzeln weiterarbeiten lassen können, wenn man so sieht. Also da bin ich ja auch als Friedensagent jetzt gefragt, ne? Und das wird bestimmt eine lustige Auseinandersetzung. Insofern schicke ich euch eine Umarmung durchs Telefon, reiche weiter an Null. Ja, danke schön. Also Dylan, ich habe dich wirklich ich konnte wenig von dem Inhalt ausmachen, den du sagst, aber ich nehme an, dass das wohl auch an meinem Telefon liegt, wenn es dem Öffi nicht auch so ging wie mir. Doch, leise, sehr leise war er, ja, aber ich meine, wichtig ist ja, ob seine Anlage da funktioniert. Naja, geht so. Ich meine, theoretisch, wenn wir ihn verstehen, können wir auch Bezug nehmen auf das, was er sagt. Und da hast du auch völlig recht, ja. Also Dylan, das war noch nie so unverständlich wie heute. Ich würde dich bitten. Nicht, dass da was am Telefon kaputt ist. Versteht man mich jetzt wieder ein Stück besser? Ja, gerade perfekt. Ja, na gut, dann vielleicht muss ich es doch sehr nah zusammenhalten. Ne? Das ja. Ist, das manchmal nett. Hilft auch die Steinzeitmethode, dass man dann besser verständlich ist, wenn man etwas lauter spricht. Ja. Gut, ja, also zum einen würde mich noch interessieren, Öffi, du hast da mit dieser NGO gesagt, dass da scheinbar von dieser Klüngelpartei, von der Klüngelzusammenrottung, wie du es vielleicht teilweise genannt hast, dass da massive, dass es sehr schwer wird, gegen die zu gewinnen. Würde mich interessieren, wieso du das so einschätzt. Und dann würde mich natürlich irgendwie interessieren, was bei deinem Kontakt mit dem Südamerikaner rausgekommen ist in Bezug auf mich. Ich weiß nicht, ob du das hier den richtigen Rahmen findest. Dann kann ich generell mal sagen, also erfreulicherweise wird ja oft gesagt, dass ich quasi der Gesprächsbereiteste bin. Ich habe das Gefühl, dass mein Geheimnis darin liegt, dass ich einfach bereit bin zuzugeben, dass ich nicht mehr kann, als ich leisten kann, weil mir die Kraft und der Wille und bla 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 fehlt. Auf eine Art erscheint mir das ein bisschen billig, dass ich quasi anstatt die Schwäche zu überwinden, sie einfach nur zugebe und formuliere und schon ist alles gut. Andererseits erscheint mir das halt ein realistischer Ansatz und mich selber unnötig fertig zu machen, bringt ja auch nichts. Ja, dazu würde mich mal irgendwie Feedback interessieren, beziehungsweise möchte ich quasi vielleicht damit verhindern, dass irgendwelche Hoffnungen
groß werden, dass es mehr sein könnte, als ehrlich zugeben, wie wenig ich bereit bin zu leisten, wobei das dann vielleicht immer noch mehr ist als bei vielen anderen oder scheinbar. Und dann war noch was. Ja, letztens hatte ich ein Gespräch mit jemand aus meiner Bezugsgruppe bei der Klimaschutzbewegung, bei der ich bin. Und ich anonymisiere das jetzt mal alles so ein bisschen. Da ging es darum, dass vor einem Jahr hatte ich hier ein paar Mitbewohner und die sind dann im September die letzten gegangen. Also ich hatte insgesamt nur 3 Mitbewohner. Und das war klar, dass ich Sachen analysieren wollte nach unseren Konfliktlösungsmethoden und die nicht. Und vor ein paar Monaten kam dann so die Ansage, ach so, das war mir gar nicht klar, na, wir können das jederzeit machen. Und dann war meine Ansage, ja, das erstaunt mich, wir können das natürlich jederzeit machen und ich halte mich da ein bisschen zurück, weil ich Angst habe, zu viel Druck auszuüben. Bitte sprecht mich an, jedenfalls sind wir jetzt am Klären. Und als ich das mit der einen Person gesprochen habe, die da unter anderem mediativ tätig ist, meinte sie, sie sieht dieses Verhalten nicht als unehrliches Verhalten, sondern als unbewusstes Verhalten, was natürlich widersprüchlich ist, aber halt keine bewusste Lüge, ist zumindest seine Einschätzung. Und bei diesem Gedanken, also wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen, ich glaube in der letzten Woche, da warst du in so einer Konferenz, Öffi, und du meintest dann, dass das kriminell sei oder irgendwie, also du hast da recht negative Absichten in den Raum gestellt bei einer Frau, die behauptet hat, dass es doch Plattformen gibt, ganz viele, bei denen freie Argumente möglich sind. Also sie hat dann scheinbar YouTube und halt die Klassiker der Social Media genannt und du hast gemeint, naja, die werden halt nach Belieben zensiert und dann ist der Frau nichts mehr eingefallen. Und also du argumentierst oft sehr messerscharf, was dann halt irgendwie auch natürlich ja stimmt letzten Endes. Deine Analyse, dass dies und das halt kriminell ist, wenn man eben oder dass man das mit Kriminalismus gleichsetzen könnte, die Leute, die im Staat sind, also die Teile eines Staates sind und somit die gewalttätige Regierung legitimieren, sind eben beteiligt an diesen Gewaltakten. Und wenn man da austreten würde, wäre man das wahrscheinlich nicht oder weniger. Müsste man ganz, ganz, ganz genau analysieren, falls es überhaupt möglich ist. Jedenfalls würde ich da gerne haben. Also ich habe die Vermutung, es ist angebracht zu unterscheiden zwischen halt dem klassischen Kriminellen, der oder ein Teil von den klassischen Kriminellen sind völlig bewusst kriminell und schädigen andere zu ihren Gunsten und andere Kriminelle haben vielleicht eher so den materiellen Leidensdruck im Fokus und gar nicht, dass sie dabei andere schädigen und andere haben das gar nicht auf dem Schirm, dass sie andere schädigen. Halt, keine Ahnung, Dylan meint oft so Leute, die mit Zucker gesüßten Lebensmitteln Geld verdienen. Ja, und ich würde gern quasi unterscheiden, auch wenn man das als kriminell betrachten kann, würde ich gern irgendwie sowas wie, ja, unbewusst kriminell oder so. Also ein Gedanke dabei ist, dass in unserer Gesellschaft die klassisch als kriminell bezeichneten halt einen sehr kleinen Prozentsatz ausmachen und die genau genommenen Kriminellen, die ja dann auch Dylan und ich sind, also da bist du halt wahrscheinlich in, also ich weiß nicht, wie viele Leute du einschätzt, Öffi, das ist, die nach deiner Definition wie du nur Kleinkriminell sind, so hast du dich letztens definiert, glaube ich. Ich nehme an, weil du halt hier und da Cola trinkst, die deine Frau kauft. Was auch eine interessante Antwort wäre, wenn du die geben willst, genau. Ja, jedenfalls würde ich da vorschlagen, weil quasi die generelle, also die allgemeine Betrachtung, weil das so ungewöhnlich, ja, man muss da, oder ich musste lange drüber nachdenken, um, und habe es immer wieder
vergessen und verdrängt und musste immer wieder von Neuem und muss es wahrscheinlich in Zukunft immer noch das klar machen, wie deine Argumentation ist und inwiefern das verbrecherisch ist, was ich und meine Mama mache und so weiter. Und halt jeder außer dir und was weiß ich, wie viele Leuten, die du in den edlen Kreis noch mit reinzählen würdest. Ja, also da würde ich vorschlagen, auch wenn es verbrecherisch ist, dass das eben die absolut breite Masse ist und deswegen eine andere Bezeichnung gut wäre. Genau wie ich bei Leuten, die aus Unwissenheit Hühner-KZ sagen und damit von manchen als Antisemit gewertet werden, gerne in einem anderen Begriff gesehen hätte als Leute, die Juden vergasen wollen. Ja. Okay, damit danke ich und gebe weiter und bin schon jetzt total neugierig, wie laut du deine Äußerungen tun wirst. Danke, ich schalte mich stumm, wenn jetzt keine Fragen sind. Ja, ich hoffe, man kann mich ausreichend hören. Es soll ja nicht mehr als ausreichend laut rüberkommen. Ne? Die Aufnahme ist ja das Wichtige. Ja, also Luis, ich gehe gleich mal auf das ein, was du gesagt hast. Ja, ich glaube, dass dieser Frau, von der Öffeflass letzte Mal erzählt hat, sich gar nicht bewusst war, dass eben eigentlich ein Riesenunterschied besteht zwischen einem, was weiß ich, Facebook, wo die Leute irgendwelche persönlichen vorteilbringenden Irrtümer als Lobbyisten wider Willen zu bestimmte Heilslehren und Heilskonzepte hinausprosaunen im Sinne des lauten Megafons und im Zweifelsfall auch mit Beleidigungen auf den anderen losgehen und so weiter. Das hat eben nichts zu tun, eben das ist ja der große Unterschied, ja, irgendwo sich auskotzen darf man, das kann man irgendwie bei Facebook und bei YouTube und so weiter. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass fast nie, wirklich fast nie, bei YouTube kenne ich es ja, deswegen haben wir auch die Kommentare dann verzweifelt abgestellt, weil fast nie es um Argumentequalität ging. Es ging also fast nie um freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Fast nie hat jemand gesagt, ja, ich bin der Meinung, da könnten Sie sich irren oder sogar einen vorteilbringenden Irrtum haben, weil ich kenne diese und jene Überlegungen und diese und jene Berichte von Wissenschaftlern oder von Journalisten oder von anderen, die also dafür sprechen, dass die Wahrheit so und so sein könnte. Das kommt praktisch nie. Es kommt praktisch nie, weil die in den sozialen Medien und so weiter, weil eben eigentlich unsere gesamte Bevölkerung durch den Kapitalismus im Kopf unfähig geworden ist zur freien Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Ich gehe davon aus, dass unter Naturbedingungen Menschen durchaus in der Lage waren, auch also mit Argumenten zu begründen und so weiter. Aber der Kapitalismus bringt ja die vorteilbringenden Irrtümer bei. Und ich habe jetzt für die Zuschauer hier das Bild auf der MEMGEAT, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik. Und das ist ja nicht nur eine Psychologie, sondern das ist ja aus unserer Sicht die Psychologie. Ja, also es gibt viele aus unserer Sicht vorteilbringenden psychologischen Irrtümer. Es gibt ganz viele Irrlehren, Heilslehren, Geschäftsmodelle und Abzockemodelle und was auch immer. Wahrscheinlich fast alle nicht bewusst, also im Sinne von vorteilbringenden Irrtümern. Aber es ging uns ja, uns muss es ja gehen um so etwas wie die Wahrheit, wahrhaftige Psychologie. Und da ist eben der Punkt so, dass die ersten Frühhändler und Frühärzte, die zeige ich jetzt gerade den Zuschauern hier links, dass diese wahrscheinlich noch in der Welt der Wahrheit lebten und gar nichts Besonderes machten und vielleicht sogar das Kommunenleben des Bonobo-Schenker-Kommunismus regelrecht gelobt haben und gesagt haben, ja, das ist ja gut, das hält euch gesund und so weiter. Dieser naturbelassene Lebensstil, ja.
Aber dann kommt eben zwangsläufig, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommt es zwangsläufig zum errare humanum est, also genetische Mutationen sind ja Irrläufer oder Kopierfehler oder Irrtümer im Genetischen. Und im Mimetischen sind diese Irrläufer menschliche Irrtümer. Und dann kommt eben ein Irrtum auf. Und der sagt zum Beispiel, ja, Leute, du solltest immer absolut selbstbewusst sein. Selbstbewusstsein ist ganz wichtig. Das heißt, ja, du hast eigentlich immer recht, solltest da dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und solltest da einfach deine Meinung auch mal durchsetzen und so weiter, ja, oder so. Und irgendwelche Kritik solltest du schon gar nicht an dich ranlassen, dich nicht klein machen lassen oder irgend sonst was, ja. Und durch solch einen Irrtum, wenn den jetzt natürlich der Frühhändler und Früharzt erzählt oder als seine Märchenerzähler das erzählen oder seine Journalisten das erzählen, seine Berichterstatter, seine Fernsehsender das erzählen, dann kommt es typischerweise bei Menschen zu einem Nachahmungsverhalten und die ahmen dieses Verhalten dann nach und denken wirklich, es wäre gut, sich so zu verhalten und ganz normal und richtig. Und dadurch kommt es dann also zu dem der Fehlverhaltensweise letztendlich der Streitsucht, der Rechthaberei, des übertriebenen Selbstbewusstseins, der Unfähigkeit auch sich falsifizieren lassen zu wollen oder zu können. Und das bedeutet immer, dass diese Leute sich dann einfach, alle Leute sich munter fetzen werden. Und jetzt erst erweist sich dann der Irrtum als vorteilbringend, weil in dem Moment, wo die Leute sich fetzen, sich trennen, die Kommunen auseinanderkrachen, auch die Bonobo-Kommunen auseinanderkrachen sozusagen, bleiben tendenziell einsame, konsumsüchtige, kaufsüchtige Singles übrig. Und jetzt hat der Händler quasi sein Erfolgserlebnis. Ja, ohne dass ihm vielleicht bewusst ist, welche Zusammenhänge es da gibt, stellt er nur einfach fest, dass er jetzt plötzlich sehr, sehr viel verkauft und plötzlich vier Urenkel ernähren kann, vier leibliche, dass er auch lauter Schüler findet, die sein Geschäftsmodell erlernen wollen. Später wird das an der Universität gelernt, als Betriebswirtschaftslehre oder als irgendwas, auch an der Universität nochmal multipliziert, diese Art. Und dadurch landen diese vorteilbringenden Irrtümer alle in den Köpfen aller Menschen. Und wenn die dann eben sozusagen zusammenkommen, dann wird munter, man quält sich dann seelisch munter und streitet sich aggressiv mehr oder weniger deutlich und es kommt dann wieder zum Auseinandergehen. Und dann hat der Kapitalismus wieder gewonnen, dann haben die quasi die Frühhändler und Frühärzte mit ihren vorteilbringenden Irrtümern gewonnen und haben uns alle wieder in den Zustand des einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Singles zurückversetzt. Und das ist ja aus unserer Sicht die vollständige Psychologie. Ja, das heißt also, dass sozusagen es eigentlich nur diese Manipulation oder vorteilbringenden Irrtümer gibt. Und natürlich gibt es zusätzlich ab und zu auch die bewusste Lüge, die bewusste Kriminalität, die bewusste Verschwörung. Das gibt es, aber ich vermute, schätze die auf 2% ein. Ich schätze die vorteilbringenden Irrtümer auf 90% der Gesellschaft ein, also das nicht bewusste Schlechtes tun, ja. Und ich schätze ungefähr 8%, auf 8% schätze ich den sogenannten kooperativen Anteil. Wo ist der jetzt? Moment. Ja, hier müsste er ja kommen. 8%, denn dass überhaupt der Staat irgendwie irgendwas überhaupt noch funktioniert, das liegt an diesen 8% kooperativen Anteil. Und die 92% antikooperative Anteil, die haben es noch nicht geschafft, alles zu zerstören, aber sind gut dabei, ne, und sind auf einem guten Wege dazu. Ja, und das bedeutet jetzt also,
dass deswegen wegen dieser Psychologie und der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik einfach es für Kommunenaufbau gilt, sobald irgendwie Ferntauschhandel beim Kommunenaufbau gemacht wird, muss man der Gefahr ins Auge sehen, dass das wieder neue Frühtauschhändler geben wird, also Frühhändler geben wird dann, die dann auch wieder, wo sich dann auch wieder vorteilbringende Irrtümer evaluieren. Und deswegen muss man da dann wieder positive Anreize setzen, so dass es also zu dieser typischen Frühhändler-Evolution nicht kommt. Denn das würde in den Kommunen ja wieder bedeuten, dass alle Menschen auch in den Kommunen dann durchmanipuliert würden. Aber solange überhaupt kein Ferntauschhandel und keine Arbeitsteilung im professionellen Sinne getätigt wird, besteht ja da keine Gefahr erstmal. Aber dafür ist dann die Aufgabe in den Kommunen, die allererste Aufgabe, eben die vorteilbringenden Irrtümer und diese Fehlverhaltensmuster zu erkennen, als kapitalistisch zu erkennen, als auf die Frühhändler zurückzuführen, zu erkennen und damit aufzuhören und daraus auszusteigen. Und deswegen ist das friedensagenturmäßige tägliche Fragforum entweder schriftlich, auf Schriftbasis, zur gleichen Zeit wird gemeinsam geschrieben sozusagen, oder eben in Tonbasis, also irgendwie mit Sprechbasis. Eins von beiden oder beide sollten stattfinden täglich, damit eben man dann überhaupt in den Zustand kommt, dass man ohne Fehlverhaltensmuster überhaupt erstmal liebevoll, friedlich miteinander überhaupt in einen kooperativen Zustand kommen kann, anstatt sich zu bekriegen auf Teufel komm raus, ne, und aggressiv und genervt und sonst was zu sein. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke meinen Vorrednern. Es ist ein lustiger Abend heute. Ich kriege im Hintergrund ständig neue Infos über dich. Also zum einen, da scheinen in Köln aber doch ein paar Leute zu sein, die wirklich Gebäude und Grundstücke zur Verfügung haben und da so alternativ nachhaltig was machen wollen. Sogar nicht nur ökologisch, sondern wie sie mir versichern, also auch Also einschließlich der ehrlich anderen. gesagt, ich bin ja froh, dass du das jetzt abkriegst und ich nicht mehr alles. Denn ich habe ja quasi geblockiert, ne? Ja, aber es ist doch total spannend. Also die Leute verfügen über Mittel offensichtlich. Gebäude, Grundstücke, ne, Solarhäuschen oder Alternativbehausungen und eben Wissenschaftler, ein Brocci oder wie er da heißt, die Verbindung dann auch, also nachhaltigen Kulturwandel, meinen sie, ist nötig und nicht nur mit Ökologie, sondern auch mit sozial und kulturell und so weiter. Also man könnte fast sagen, wir haben eine Vision ganzheitlicher Nachhaltigkeit oder System Change, Systemwechsel so. Also wird spannend sein, ne? Also ich halte dich auf dem Laufenden. Und also ich sage auf jeden Fall, ne, dass ich dir raten werde, ja, auch wenn es eine Frusttoleranz erfordert, ne? Kooperationsbereit sein. Weil spätestens, wenn wir die Leute zu Klärungsprozessen kriegen können, ist es total spannend, ne? Also was da an konstruktiven Potenzialen bei rauszukriegen ist, ne? Also Genau, aber keine Diskussion. das Erste, was getan werden muss, ist dort von der Ebene dieser fortgesetzten Beleidigungen, die ja mir gegenüber da aus sich heraus geäußert wurden, dass man das zum ersten Thema macht, sonst gibt es keine nachhaltige Lebensform. Also das wäre dann das erste Thema. Ist eine spannende Frage. Da komme ich nachher auch bei meinen Antworten zu Luis noch zu. Muss man erst die Konflikte lösen, bevor man mit den Leuten schon an irgendwelchen Stellen was Konstruktives weitermachen kann? Halte ich für eine total spannende Frage und komme ich noch zu. Aber die Frau hier lädt ja wirklich alles ab, ne? Du hättest bei Deutschland so den Superstar mitgemacht und der Auftritt hätte sie zum Lachen gebracht und so weiter. Also, die Frau scheint also eine enge persönliche Vertraute von dir zu sein, so was sie alles erzählt. Aber ich sag dir mal, was ich dir jetzt schon mal an einer Stelle geantwortet habe. Ich habe gesagt, ja, danke, Frau X. Das sind ja alles wahnsinnig faszinierende Informationen. Und ich werde Dylan jedenfalls sehr raten, sich bei alledem
möglichst kooperationsbereit zu öffnen. Wir müssen alle immer wieder über unsere zu eigenbrüderischen Schatten springen, um möglichst gut Kräfte bündeln zu können. Dass Dillen sich für so einen erleuchteten Meister hält, ist mir schon bekannt, hat er mir schon offen erzählt. Und zu meiner großen Ehre hat er in einer seiner Talkshows mal gesagt, mit ihm und mir seien eigentlich die zwei wichtigsten Experten der Welt zugegen. Ich dabei als Initiator und Experte der freien Argumentekultur. Also könnte man doch fast sagen, dass Leute wie wir, also von sich redet sie auch in höchsten Tönen, dass Leute wie wir ein derartiges Top-Team darstellen, dass die Rettung der Welt doch eigentlich nur noch eine Angelegenheit von ein paar Tagen sein kann. Dahinter habe ich so 8 oder 9 Smileys gestellt. Wir müssen da jedenfalls unbedingt so viel wie möglich draus machen. Ich leite es Dillen mit Freude weiter und wie gesagt, ermutige ihn, dass wir alle füreinander einfach gucken, was wir da an Kooperations- und Klärungspotenzial finden können. Namaste, namaste. Ja, also ist total spannend. Also wir müssen mit viel Frusttoleranz, müssen wir versuchen, das Konstruktive aus den Begegnungen mit anderen Menschen und aus möglichen Formen von Zusammenwirken rauszukratzen, sag ich mal. Ne? Denke ich, ne? Alles immer natürlich völlig frei. Damit komme ich zum alten Louis. Oder nein, noch nicht. Als Brücke verwende ich diese Einschätzung von dir, Dillen, dass da nur, was weiß ich, ein paar wenige Prozent so als ausreichend bewusst bezeichnet werden können, um als kriminell angesehen werden zu können. Und die anderen werden so unbewusst in Irrtümern verfangen, um sich so zu verhalten. Ich glaube das nicht. Das war zwar nicht einfach, weil ich es anders sehen möchte, sondern wir können ja mal überlegen, was wären denn objektive Kriterien, denen die betreffenden Leute selbst auch zustimmen würden, um von Vorsatz sprechen zu können. Und da behaupte ich, über 90% handeln so weit bewusst, dass sie zu einer Verdrängungsentscheidung fähig werden. Einer, die sie durchaus merken an sich selbst. Und dabei unterscheide ich ja noch gerade, also wenn der gute Louis da angesprochen hat, seine liebe Mama, die war erst aufgeschlossen, meinte, wenn sie mit mir reden, versteht sie ein paar Dinge erheblich besser und ich bringe das besser rüber als der Louis. Und dann fing sie an, eben zu sagen, was sie Gutes macht, wie zum Beispiel jetzt bei einer Solavi-Initiative mitzumachen. Und ich sagte, ja, das ist schon besser als nichts. Aber wir müssen vor allem mal den Blick auf die Gesamtregie richten. So wie auf einem Bauernhof es darauf ankommt, dass der Familienrat, also im Familienbauernhof, dass der Familienrat sich zusammensetzt und die Gesamtlage ins Auge fasst und wie man damit umgehen muss. Da reicht es nicht aus, wenn jemand sich irgendeinen Splitter raussucht, was weiß ich kümmere mich um mein Lieblingspflänzchen im Garten oder bei dem einen Stall da kann ich irgendeine Aufräumarbeit übernehmen. Wenn der Familienrat rausbekommen würde, mit Blick aufs Ganze, dass wegen Schulden in 2 Tagen die Bank kommt, um den ganzen Hof zu pfänden oder wegzunehmen, dann muss man mit Möglichkeiten rechnen, dass mit Blick aufs Ganze andere Prioritäten und Notwendigkeiten bestehen, als wenn man sich da einfach nach Gefallen was rauspickt. Also da würde ich natürlich jetzt sagen, Solavi ist gut und schön, aber wir müssen uns fragen, ob wir nicht durch die Beteiligung am Herrschaftssystem das große Steuerruder in die Hand der Mafia-Bosse oder derer legen, die Rüstungsexportweltmeister werden wollen und schon an Kriegen beteiligt sind. So, seitdem ist da keine Kommunikation mehr. Inwiefern ist das ein unbewusster oder ein bewusster, eine unbewusste oder bewusste Verdrängungsentscheidung bei den betreffenden Menschen? Man könnte sie fragen, was es da ist und ob das was zu tun hat mit diesen Logikzusammenhängen, die ich da gerade erläutert habe. Dass man die Gesamtregie eben nicht ins Auge fassen will, sondern man will sich nach Gefallen Alternativsplitter raussuchen und damit will man es gut sein lassen. Und für den Rest will man sich diese Willkürregie nach Gefallen eben auch vorbehalten. Ich mache schon was Gutes, guck, ich habe schon was angefangen, nun ist das nicht toll. Und einen Blick aufs Ganze will ich nicht machen. Da will ich einfach bei den Vorlieben und den Vorentscheidungen, bei den Etablierungen meines Lebens bleiben, die ich da einfach eingesetzt habe. Und also spätestens dann, oder ich mache noch einen Unterschied, das mit der Mama von Louis ist ja noch was anderes. Die hat jetzt nicht nach meinem Kenntnisstand einen noch hinzukommenden, bewussten Anspruch offener Kommunikation oder sogar Konflikttechniken, Klärungsgesprächen und so weiter, wie die Kollegin, die du angesprochen hast, Louis. Man sollte sie mal fragen, liebe gute Frau, gibt es die Möglichkeit, dass Menschen vorsätzlich handeln? Und woran wäre das ablesbar, ob sie vorsätzlich handeln?
Zum Beispiel, indem man sie darauf hinweist, es ihnen bewusst macht und sie fragt, ob das eine bewusste Entscheidung von ihnen ist, sich so zu verhalten, die sie vielleicht selbst nicht richtig finden können. Natürlich ist klar, dass so gut wie niemand Lust hat, so drüber zu reden, aber man merkt ihnen dann die Unlust an. Man hat durchaus massive Anhaltspunkte, um zu sehen, ob das jetzt einfach nur so ist, er irrt und weiß es nicht besser, oder er handelt widerwillig, abweisend, gegen besseres Wissen oder gegen bessere Argumente. Diese Dinge kann man wissenschaftlich verifizieren, welche Verhaltensvariante vorliegt oder nicht vorliegt. Und das kannst du ja jetzt auch weiter testen, Luis. Ich fand das total spannend, ne? Die Leute, die zu dir gekommen sind, auch aus der Umweltbewegung, die haben ja eine, da steht in den Grundprogrammen drin, offene Kommunikation und bei Konflikten und so, ne? Und das heißt, die haben nicht nur irgendwelche alternativen Ansichten, sondern die haben ein Bewusstsein von gewaltfreier Kommunikations- und Konfliktarbeit. Und ich lade dich sehr ein, einfach mit wachem Blick jetzt drauf zu schauen, welche Anhaltspunkte bestanden damals, wo du sie ja bestimmt, wahrscheinlich schon von Anfang an, auf diese Grundmethoden von Schenker-Bewegung hingewiesen hast oder wie das da laufen kann. Dann hast du sie, als die Probleme waren, dazu eingeladen. Dann wollten sie nicht. Wenn sie jetzt wiederkommen und sagen, ja, haben wir damals nicht richtig mitgekriegt, dann machst du es ihnen jetzt nochmal klar und schaust, ob sie sich jetzt drauf einlassen. Und wenn sie sich dann immer noch nicht drauf einlassen und ausweichen oder wieder um die Ecke flitzen, dann sind die Anhaltspunkte aber massiv, dass denen da nicht unwissentlich ein Irrtum unterläuft, sondern dass sie vor etwas bewusst weglaufen wollen. Und insofern, also ich halte das für sehr spannend, aber es hilft keinem, wenn wir uns rosa-rote Vorhänge machen und die Wirklichkeit nicht sehen. Ich behaupte sogar auch ganz frech, es ist viel vertane Lebensenergie, denen hinterherzurennen, die nicht wollen. Es macht aber viel Sinn, mit klaren, aufgedeckten Karten und klaren, realistischen Einschätzungen zu gucken, wo sind die Menschen, die das mit durchschauen, das mitblicken können und dann sagen, sie lassen sich auf diese Experimente ein. Weil dann bin ich sehr sicher, dann kann das erst auf so richtig schöne Weise klappen. Und damit komme ich zu den anderen Dingen. Du hast mich gefragt, ob der Südamerikaner, ob der sich schon dazu geäußert hat. Nein, hat er nicht. Und ich kann dir auch sagen, also ich bin ja froh drum, dass nach unserem letzten Gespräch zwischen dir und mir, ich dir vielleicht ja ein gewisses Bewusstsein wecken konnte, dass du in der Lage, in der du jetzt bist, mit selbstständigem Boden unter den Füßen, Projektboden, dass man es nicht als die schlimmste Quälerei empfinden muss, sondern als eine Chance, dass man eine Ausgangsbasis hat, auch wenn es total zäh ist, passende Menschen zu finden. Aber man steht nicht unter der Fuchtel von jemand anders, sondern man kann sich ruhig hinsetzen. Ich wiederhole auch noch einmal, ich erwarte nicht, dass jemand den Spaten in die Hand nimmt oder den Hammer, also dass er gärtnerisch und handwerklich irgendetwas reißt. Wenn er mit über die Ideale nachdenkt und gerade über die Zusammenhänge, über die wir jetzt auch sprechen, wie kann man da eine tragfähige Bewusstseins- und Kommunikationsbasis sich erstmal denken und sie dann anderen Leuten auch erklären und bewusst machen und dann schauen, welche bleiben denn übrig, mit denen man es machen könnte, als bewusste Entscheidung, als ehrliche bewusste Entscheidung. Das ist das, was ich erwarte, was von Verbündeten auch erwartet werden könnte. Und wenn Sie da einen kompletten Projekthof als Basis hätten, wo sich das abspielen könnte, dann ist es schon eine satte Grundlage, um zu sagen, hey, ich habe da was und ich muss mich nicht zu sehr quälen. Und ich kann jetzt weiter gucken, so gezielt wie möglich, wo sind die Leute, die es eben nicht bewusst und kriminell verdrängen oder jedenfalls, die sich diesen Sachverhalt so bereit sind, bewusst zu machen, dass man mit ihnen dran arbeiten kann, dass das eine konstruktive Aufbauarbeit ermöglicht. Insofern, also erwarte, du kennst jetzt ja auch genug andere Leute schon, auch aus dem Kernbereich von Schenker-Bewegung. Und du kennst meine Haltung. Alle haben zugestimmt zu den Frack-Prinzipien und der Friedensagentur und den Konfliktarbeitsmethoden und so weiter. Sie machen es nur in eingegrenzten Spielwiesen, wo es ihnen nicht zu sehr seelisch auf den Pelz rückt. Da kann man sich drüber beschweren, man kann sagen, oh Mensch, da funktionieren bei den Verbündeten ja die Schenker-Bewegungsmethoden nicht. Und das stimmt. Aber die Frage ist, wie geht man damit selber konstruktiv um? Und dann stellt man sich fest, überall anderswo funktioniert es ja noch viel, viel weniger. Und innerhalb von Schenker-Bewegung könnte ich gucken,
wo funktioniert es denn am ehesten und mit wem und wie? Und wie kann ich bei den anderen, wo es hakt, das Haken jetzt nicht zum Grund nehmen, um da Terz zu machen oder die Flinte ins Korn zu werfen, sondern um zu sagen, okay, dann sind die da in ihrer Entwicklung und ich gucke, wie weit ich die unabhängig auch noch was Konstruktives machen lassen kann oder mit ihnen sogar gemeinsam konstruktive Dinge machen kann und versuche sie nicht an der Leine irgendwo hinzuzerren an heiklen Punkten, die ihnen offensichtlich noch zu schwer fallen oder zu wehtun, versuche ich sie nicht über die Barrikaden zu zerren. Dabei können sie kaputt gehen. Könnte ich trotzdem machen, wenn ich sage, ey Leute, ihr folgt ja nicht euren eigenen Ansprüchen. Aber ist die Frage, ob es das ist, was mir, den Menschen und der Welt am meisten dient. Ich habe schon früher auf der Straße immer gesagt zu den Leuten, die zu mir kamen. Und wenn die gesagt haben, boah, was erzählst du da, freie Argumentekultur, Konfliktarbeit, so, das klappt nicht mit meiner Frau, klappt nicht mit meinen Kindern, klappt nicht mit meinen Freunden. Wo denn, ne? Geht doch alles nicht. Wo ich dann gesagt habe, ihr selber sorgt dafür, dass es nicht geht, wenn ihr euch denen aufdrängt, die es noch zu wenig wollen. Und wenn ihr nicht guckt, wo sind die, die es am meisten wollen und mit denen es am ehesten geht, vor allem, wenn die noch Platz haben, wenn bei denen auch viel zu wenig Leute sind, dann würde man dahin rennen, wenn man es ganz ernst meint und würde sagen, wenn das so ein Traum oder so ein hoher Wert von mir ist, dann lebe ich es mit denen, die am meisten dafür offen sind und wo es am besten geht. Und wenn nicht, bin ich selber auch so ein Klotz, wie ich über die anderen beklage. Und trotzdem, ne? Jeder kleine Schritt ist besser als nichts. Man soll die Leute aufbauen, statt sie zu sehr zu frustrieren mit dem, was sie nicht hinkriegen. Ist ja so ein Spruch von mir auch, bau die Leute auf mit dem, was sie schon Gutes tun, statt sie zu entmutigen mit dem, was sie noch nicht Gutes tun. Ja. Und Tabadam? Ja. Also insofern, wenn der Südamerikaner jetzt erstmal vielleicht ein halbes Jahr in seinem Sack gärt, und kann sich da nicht anders zu öffnen, dann sei umso froher, dass du nicht auf ihn angewiesen bist oder so machen kannst, dass du nicht auf ihn angewiesen bist. Und wenn man jetzt dann fragt, ja, und was ist dann von Schenker bewegen gehalten, da kann ich auch wieder nur sagen, genau wie zu den Leuten damals auf der Straße, dann haltet euch an die, mit denen es am leichtesten, am weitestgehenden möglich ist, haltet euch an die Schenker. Bei mir gibt es auch jede Menge zu nörgeln, kann ich mir gut vorstellen. Also zum Beispiel, dass es manchmal lange dauert, bis ich da antworte. Aber jetzt habe ich auch sogar geantwortet. Ne? Und dann danke für das Weihnachtsvideo. Also da bin ich mit dran, meinen Text jetzt fertig zu machen, meinen Begleittext. Wir sehen jetzt mal ein bisschen länger, weil ich ja so wichtig finde, das Thema. Aber dann kommt das da rein jetzt. Ne? Und es ist ein Thema, was du nirgends anderswo finden wirst. Keiner von den Leithechten ist bereit, sich selbst ein Entmündigungsverfahren vorzustellen. Oder sich so an Inhalte zu binden, statt an seine hochheilige Willkür. Und wenn man das sieht und kapiert, dann weiß man auch, dass das was wert sein kann. Also, wenn es die anderen noch nicht machen, man kann ja übrigens jederzeit selber auch zum Schenker werden und sich dann den richtigen Anspruch stellen, jetzt zeige ich den Leuten noch, was eine Hake ist, jetzt zeige ich, wie das wirklich geht, dass die nicht ins Leere laufen, wenn sie kommen und beanspruchen, dass wir unsere eigenen Methoden anwenden. Also im Zweifelsfall erstmal an den Schenker halten und gucken, ob man da auch wirklich enttäuscht wird oder ob man nicht enttäuscht wird. Und was das bedeutet, ne? Weil dann fragt man sich auch, wo würde ich denn überall enttäuscht. Okay, damit komme ich aber dann auch zu einem kritischen Anteil jetzt erstmal. Du hast eine Sache falsch dargestellt. Du hast gesagt, dass diese Vorstellung von dir als dem Weitestgehenden damit der Kommunikationsbereitschaft ja einfach dran liegen könnte, dass du ehrlich Unfähigkeit zuzugeben bereit seist. Und wenn das damit schon okay ist? Nein, Louis. Also erstens mal ist es natürlich nicht okay in unserer Verantwortung vor Gott und der Welt. Also, dass wir in Schenkerbewegung sagen, die Verbündeten, die müssen nur diesen Traum mitträumen oder man muss mit ihnen reden können darüber. Aber wie viel sie machen, ist ihre Eigendosierung. Das entbindet sie ja nicht aus der Verantwortung vor Gott und der Welt. Also zur Schenker-Ideologie gehört, dass wenn wir eigentlich mündige Menschen sein wollen oder Post-Conventional Level-Reife uns anschauen wollen, dann werden wir das nicht mehr länger verkraften, den Spagat zum Beispiel, sein eigenes Steuerruder an den Staat abzugeben, der einen vorher nicht gefragt hat und nicht mit Verantwortungsgründen überzeugen kann. Also zum Traum von Schenker-Bewegung gehört die Erkenntnis, ich lebe nicht nach dem Post-Conventional Level, nach dieser echten Verantwortungsreise, wenn ich mich so verhalte. Schenker-Bewegung sagt dann, okay,
du musst das dann trotzdem die Konsequenzen nicht ziehen und kannst dich als Schenker Verbündete angehen, weil du mit träumst. Aber Gott und die Kinder der Zukunft werden nicht sagen, damit ist dann gut. Das werden die mit Sicherheit nicht sagen. Da muss ich auch vorwarnen, das so zu sehen. Die werden das nicht sagen. Ich bin da sehr, sehr sicher, dass sie das nicht sagen werden. Und je mehr einem das bewusst ist, desto mehr werden sie einem Vorsatz vorwerfen. Du hast es gewusst. Du hättest die Konsequenzen ziehen können. Und deine eigene Schwäche, das ist alles gut und schön. Aber wenn da Hunderte und Tausende sterben müssen, dann muss man seinen Arsch hochreißen und bereit sein, sein Leben dafür hinzugeben. Das gehört dann zur Menschenwürde. Und es wäre nicht menschenwürdig zu sagen, ja, ich bin halt zu schwach, ich bin zu schlapp oder so und ich mach's halt nicht. Also ich glaube, dass die Kinder der Zukunft und Gott oder das eigene Gewissen, weil ich glaube, Gott tritt einem eines Tages am Ende in Form des eigenen Gewissens gegenüber, wird sagen, nein, das hätte so nicht laufen dürfen. Ja, gut, also das, ne? Aber das ändert ja nichts daran, dass in Schenkerwegen die Verbündeten können machen, was sie wollen. Ne? Und wenn sie mit Träumen, zu Träumen bereit sind, werden sie durch den Traum zum Schenker Verbündeten. Gut, aber damit bin ich bei der letzten Beantwortung. Am Anfang deines letzten Beitrags hast du, Luis, gefragt, warum denke ich denn, dass es so wenig Erfolgsaussichten haben mag in dieser NGO, wo ich im Moment in einen massiven Krieg, ne, von der einen Seite eher gewaltfreien Krieg, von der anderen Seite einen intriganten und manipulativen Krieg, wo sie auch alle Mittel einsetzen würden, wenn sie ihnen erfolgsversprechend erschienen. Einschließlich Mafia-Beauftragung oder sonst was. Bin ich mir völlig sicher, dass dem so ist. So. Warum so wenig Erfolgsaussichten? Also Luis, wir sind beide nicht gestern aus dem Ei geschlüpft. Und wir sehen ja an diesen Dingen, mit denen wir da zu tun haben, ob die aus den weitestgehenden Alternativbewegungen wirklich ehrlich und ernsthaft bei sowas wie offener Kommunikation gepackt werden können, ohne wegzulaufen. Und wenn die schon sich nicht so festnageln lassen wollen durch die gegenseitige Falsifizierung, wie der Dylan das so schön formuliert, oder eigentlich eben Popper als Ursprung. Wenn die schon so weglaufen, wie wird es denn insgesamt sein? Also ich wiederhole nochmal, und das zum Glück ist das alles schriftlich, ne? Ich halte das wieder für einen Wahnsinns-Dokumentationsprozess auch, ne? Wenn da mal Wissenschaftler drauf schauen, die ja lieber mit ganz was anderem sich alle beschäftigen im Moment. Ne? Aber wenn sie mal drauf schauen, ich habe vorausgesagt, Leute, die Baustelle, wo wir hier sind, ist total faszinierend. Weil ich das in mehr als 30 Jahren Aussteigerleben so noch nie erlebt habe, dass ein Kreis von, ich zähle mal, 4 bis 5 Personen, und wenn die gewinnen werden, dann werden die gewinnen, weil sie Menschen von einer besonderen Qualität sind. Weil das sind wirklich Leute, die sind auf disziplinierte Weise anstrengungs- und arbeitsfähig. Die haben sich Kompetenzen erworben. Die haben echtes Gewicht. Einer von denen kann was stemmen. Und dieses Team hat sich gebildet und steht im Moment dafür zu sagen, ne, wir wollen jetzt nicht mehr diese Willkür-Intrigenkultur, sondern jetzt soll es hier mit klarer, freier Argumentekultur weiterlaufen. Ich habe ja gesagt, bis dahin, dass man sagt, wenn jetzt jemand was Wichtiges will, soll er bereit sein, sich zu verschriftlichen, soll sowas wie das Mitmachen im Forum zu einer Voraussetzung erklärt werden, statt da irgendwo sonst im Schlamm rumzuwühlen. Und also diese 4, 5 haben sich da sozusagen auf den Weg gemacht. Andere, die vorher noch getönt haben, sie finden diese Ideale auch gut, sind beiseite gesprungen und haben sich im Laufe der Zeit schon der Gegenseite angeschlossen. Und also meine Behauptung ist nach wie vor für diesen Kampf und für jeden Kampf, wenn es überhaupt auch mit in Verbindung mit Macht und Besitz, in Verbindung mit den Mächten dieser Welt zu einer Auseinandersetzung kommt, wo die freie Argumentekultur sich durchsetzen will gegen die Willkürkultur, dann wundert euch nicht, wenn plötzlich lawinenartig, so wie sonst Armeen von Zombies um die Ecke kommen, armeenartig tun sich plötzlich alle möglichen Leute zusammen und sagen, auch wenn wir im Moment in irgendwelchen Konflikten verlieren oder haben Nachteile, trotzdem wollen wir nicht diesen Kulturwechsel von Willkürkultur zu Argumentekultur. Unter gar keinen Umständen. Dafür nehmen wir lieber Verluste in Kauf, dafür stellen wir uns auf die Seite der Willkürverbrecher, aber wir werden das verhindern. Und auch wenn man den juristischen Weg geht, wir kennen alle jetzt gerade im Moment die juristische Qualität auch hier in Deutschland. Und ich meine, China, Korea, Russland sind noch was anderes.
Aber wie heißt es so schön, vor Gericht kriegst du Recht, aber keine Gerechtigkeit. Also ich habe vorausgesagt, Leute, wir müssen doppelt und dreifach so sicher gestrickt sein und so überzeugend sein, damit nicht sich die andere Seite einschließlich unseres schönen Justizapparates klüngeln zusammentun, um die Klüngelkultur weiter zur Durchsetzung, der Kultur weiter zur Durchsetzung zu verhelfen. So wird es sein. Und schon jetzt zeigt sich, dass einige, die am Anfang gemeint haben, nee, das ist doch alles völlig klar und so offensichtlich und die anderen haben mit Verleumdung gearbeitet, das ist ihnen nachgewiesen worden. Kann doch nicht sein, dass sowas jetzt da irgendwie sich durchsetzen kann oder da zur Durchsetzung verholfen wird. Da sind schon einige, denen es wie Schuppen vor den Augen fällt, wie sehr sich der Klüngel zusammenrotten kann, um die Klüngelkultur weiter hochzuhalten. Übrigens interessant dazu, wer geschichtlich, damit komme ich da zum Ende, wer geschichtlich sich anschauen will, ich fand eine der faszinierendsten Sachen der Französischen Revolution das Schicksal von Robespierre. Robespierre hatte den Beinamen L'Incorruptible, der Unbestechliche, der Unkorrumpierbare, weil er war so ein totaler Prinzipienmensch, so ein absoluter Prinzipienreiter, auch was seine ethischen Prinzipien angeht und so, ne? Der totale Saubermann. Und den haben die natürlich dann in Verbindung mit ihrer Revolution erstmal nach oben auch gebracht, weil sie wollten ja aufräumen mit der ganzen Korruption des Adels und allem, was da so durchzogen war. Und er räumte auf, kräftig mit der Guillotine. Ist immer ein gefährliches Ding, die Guillotine, deshalb rate ich sehr dazu, es in Bescheid steigen mit der Guillotine. Und irgendwann war das Volk so verängstigt, weil alle ja wissen, wie sehr sie nicht nur Scheiße am Stecken haben, sondern auch bereit sind, Scheiße an den Stecken zu machen, wenn es gerade den eigenen Vorteilen gut genug dient. Dann hat irgendein Kleinkrimineller, der da mal ein schwereres Übel angestellt hat und den Robespierre sich vorgenommen hat und der zur Verurteilung stand, hat dagegen ihn aufbegehrt und sowas. Und dann taten sie sich alle zusammen und Robespierre wurde auf der Guillotine geköpft. Also es ist wirklich gut, aus solchen Dingen zu lernen, weil so ist der Mensch. Ich gebe weiter, Louis. Ja, vielen Dank. Coole Runde. Leider habe ich keinen Stichpunktzettel angefertigt. Ich befürchte, ich werde einiges vergessen. Was ich besonders faszinierend finde, die Sache mit Gott und das Gewissen und die Kinder der Zukunft. Mag sein, dass es so ist, wie du sagst, Öffi. Ich denke, dass mein Gewissen halbwegs rein ist mit meiner Betrachtungsweise. Ich bin neugierig auf andere Methoden, das in Frage zu stellen und zu erforschen. Jedenfalls denke ich, so wie jetzt, offensichtlich, also vielleicht, weil ich dich ganz oft frage, vielleicht willst du kurz dazwischen quatschen, wenn das nicht zu stressig ist, dein Mikro anzumachen. Was denkst du, wie viele Leute mit dir das Post-Conventional Level tatsächlich leben? Ich glaube, also ich bin ja ein Kleinkrimineller in dieser Welt. Also ich sehe keinen Menschen, der das Post-Conventional Level praktiziert. Wenn dazu gehört, dass man seinen Steuerruder aufs Ganze verantwortlich behandeln will und es dann nicht abgegeben werden darf an Menschen, die ohne diese Verantwortungsreife sind. Ich nennt mir einen, der vor diesem Maßstab dann übrig bleibt. Okay, also sagst du, du bist quasi der Einzige oder nicht mal du, oder? Ja, das habe ich gemacht. Und insofern, vielleicht bin ich grundsätzlich jemand, der nach dem Post-Conventional Level lebt. Das wäre mir sehr zur Ehre und ich würde mich freuen. Und trotzdem gibt es ja im Himmel keine Sonderorden oder besondere Thronsessel oder irgendwas. Ich muss mal kurz rausfinden. Du hast irgendwann mal gesagt, es gibt keine. Dann hast du mal gesagt, es gibt bestimmt welche. Deswegen frage ich nochmal nach. Thronstühle da im Himmel. Okay. Oder meinst du Post-Conventional Level Menschen? Ja, Post-Conventional Level. Also man sollte sich nicht versteigen. Also es ist ja nur das hypothetisch, dass ich nicht immer irgendwas raten muss. Sag mal eine hypothetische Zahl. Deiner Einschätzung nach musste ich jetzt nicht bescheiden hervortun. Also das große Problem sind die Naturvölker zum Beispiel in den brasilianischen Urwäldern. Also dann sagen wir, unter der erfassten westlichen Welt gibt es quasi keinen, meinst du, ja? Nee, sehe ich leider nicht. Okay, alles klar, genau. Dann ist meine Argumentation quasi, von diesen Kindern der Zukunft, wenn sie jetzt
totalen Einblick in die Schwierigkeiten für Entscheidungen in diesem gesellschaftlichen Kontext haben, würden sie halt quasi auch alle versagen. Und also mein Vater ist zum Beispiel so, der sagt, ja, er schaut auf seinen eigenen Vorteil und er hat kein schlechtes Gewissen, denn sein Gegenüber würde auch auf den eigenen Vorteil schauen und so weiter. Ist nicht meine Lieblingsphilosophie, aber aus dem Grund denke ich, dass das mit dem Gewissen mag eine andere Sache sein. Da bin ich zu jeder Erforschungstechnik erstmal bereit, behaupte ich, die du mir anbietest. Aber ich fühle mich da erstmal ganz gut, wobei ich mich natürlich auch schon recht schlecht gefühlt habe damit. Und ja, was ich auch sagen wollte ist, also wenn du so argumentierst und ich tue das nicht ab, ich ergänze nur, also du argumentierst, okay, wenn jetzt eine Person dann damit konfrontiert wird, wie schädlich ihr Verhalten ist und spätestens ab diesem Zeitpunkt kann die Person nicht leugnen, dass es so sein könnte und sie will davon nichts wissen und sie handelt trotzdem weiter so. Sie ist halt sozialisiert worden in dieser Gesellschaftsstruktur, wo es illegale, verpönte Handlungen gab und saubere Handlungen in Anführungszeichen und ihr ganzes Leben und ihr Reichtum und ihr Ehrgeiz und ihre Selbstdisziplin und bla 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 basiert darauf. Und aus ihrer Sicht hat sie sich quasi über Jahrzehnte verdient, was sie hat. Und also dafür habe ich, also ich kann das verstehen. Ich würde mir das anders wünschen. Und für mich ist eine große Frage, wenn quasi einerseits klar wäre, dieser Grad an Luxus würde für jeden einzelnen Menschen funktionieren und es wäre nachhaltig für die ganze Welt und die Kinder der Zukunft. Und alle wären bereit, jetzt vernünftig sich einzuschränken. Da ist quasi meine Frage, welche Leute sind dann auf der Seite der Nachhaltigkeit und der Gerechtigkeit oder welche nicht? Und ja, das ist eine von mehreren Fragen. Natürlich ist es extrem ehrenhaft und extrem wichtig, dass du so rangehst, egal wie feige und faul und denkfaul und was auch immer die anderen sind. Dieses ist der richtige Weg und den gehe ich und ich weiß, es ist der richtige und ich bin super glücklich, dass ich den gehe. Das inspiriert natürlich. Die Frage ist, wie viel wird es inspirieren? Ja, gut, das ist dazu. Ja, dann interessant. Also gibt mir eine wertvolle, in Anführungszeichen, neue Perspektive, die ich davor nicht so aktiv begriffen habe, dass ich anstatt zu jammern und anzuklagen bei Leuten wie dem Südamerikaner oder auch meinen Kollegen in der Klimaschutzbewegung, dass ich den Fokus darauf lege, auf die Personen, die am ehesten bereit sind, quasi den sauberen, aufrichtigen, konfliktklärerischen Weg zu gehen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wenn jetzt zum Beispiel der Südamerikaner im Namen der Schenker-Bewegung ein Projekt leitet und im Namen der Schenker-Bewegung seine Macht missbraucht. Du hast gemeint, nicht die Menschen über Barrikaden zerren gegen ihren Willen, denn dabei können sie draufgehen oder irgendwas. Wo ist die Balance zwischen ihn nicht zu was zwingen, ihn nicht überfordern, aber ihn gleichzeitig damit konfrontieren, dass dass er möglicherweise nicht richtig handelt, auch nach den eigenen Ansprüchen von wohlwollend, edel, reine Absicht, feinfühlig. Und wie wichtig ist es auch, das herauszufinden? Also ich bin im Zweifel, wie zufrieden oder unzufrieden ich damit sein kann, wenn ich quasi die Möglichkeit formuliert habe, er missbraucht seine Macht und das tue ich ja jetzt seit einem Jahr, seitdem ich durch verschiedene Leute, die mit ihm Kontakt haben, diese Möglichkeit kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wie es ist und ich weiß auch nicht, wie viel ich meine Macht missbrauche und das sind alles ewige, wichtige Dauerfragen. Wie sehr seid ihr eigentlich bereit, das zu prüfen? Ich merke davon
anderen Leuten in Schenkerbewegungen teilweise so die Betonung eher auf der Dankbarkeit gegenüber seinem zuverlässigen Handeln, was natürlich zutreffend ist. Und dennoch, ist die Philosophie lieber einen, in Anführungszeichen, zuverlässigen, der halt so und so fehlerhaft ist, als jemand anders, der vielleicht nicht zuverlässig ist und im schlimmsten Fall noch fehlerhafter ist. Ja, da würde ich gerne und am besten natürlich auch mit dieser Person, mit allen Personen darüber sprechen. Was war noch? Mensch, heute bin ich ja richtig beteiligt an der Diskussion. Ja, letztens hatte ich, habe ich schon erwähnt, Besuch von jemand, der öfter jetzt hier war und so erzählt hat, wie er nicht sein Geld hier reinstecken würde und lieber woanders weitermachen würde. Der hat sich scheinbar auch so ein Video angeschaut mit Dylan und meiner Mittwochsgesprächsrunde und hat die Argumentation von dem Teilnehmer namens Dover Blödi scheinbar angenommen und geteilt. Und ja, da würde ich halt so gerne die Möglichkeit haben, alle zusammenzubringen. Und ich finde es so schön, dass hier alle Beteiligten auch genau für sowas zu haben sind und alle anderen halt leider nicht. Und ja, da würde ich dann immer gern vermitteln. Der meinte sowas wie, er glaubt nicht an diese Theorie von dem ersten Frühhändler mit den vorteilsbringenden Irrtümern. Ja, aber da müsste ich natürlich festnageln und das ist dann nicht so einfach, wird nicht leicht gemacht von der Gesprächspartnerseite. Na gut, Dankeschön schon mal und ich gebe weiter und Dylan, jetzt warst du fast perfekt zu hören die ganze Zeit. Danke. Ja, dann kann ich ja jetzt loslegen. Da hat sich jetzt vieles Interessante angehäuft. Ich gehe einfach mal mit dem rückwärts, was ich mir aufgeschrieben habe. Es war ja eben auch nochmal so das Thema Südamerikaner, war ja gerade eben nochmal so kurz Thema. Ja, da bin ich eben auch der Meinung, dass man da sofort handeln muss. Und zwar handeln muss, indem eben dann die Mediation, dass die Konfliktschlichtung, das freie Argumentekulturforum da einsetzt, weil es nützt nichts, wenn vom zuverlässigen Handeln da was Positives da ist, aber sozusagen eigentlich es immer wieder zu Spannungen rund um die Person kommt, sondern da muss man das dann klären, denn wir können ja nicht ausschließen, dass die Spannung auch von den anderen Personen kommt, aber auf jeden Fall, um das zu klären, braucht es aus meiner Sicht diese aktive Vorgehensweise im Forum. Wo ist, also zum Beispiel hätte ich dann gerne den Louis und den Südamerikaner und noch vielleicht jemand anderen da am Tisch und dann die Frage, bitte jetzt mal 2 Minuten in sich reinschauen, wo ist auch nur die geringste Spannung im Raum, wo ist auch nur die geringste Unzufriedenheit bezüglich der anderen Personen da? Und dann muss das auf den Tisch, weil das die Hauptarbeit in der Kommune ist. Denn wenn wir es gar nicht schaffen, aus den kapitalistischen Einanderschädigungsmechanismen auszusteigen, was soll dann werden? Alles andere ist ja dann sinnlos, ja? Das heißt also, und das auch nochmal so, zur echten Erleuchtung. Und ich unterscheide ja die echte Erleuchtung von solchen Pseudo-Erleuchteten wie Osho Bhagwan Sri Rajneesh, immerhin ein netter Lehrer, den ich da hatte, ja. Aber er war halt auch nie erleuchtet, denn wie sonst hätte es dazu kommen können, dass seine von ihm unterrichteten und jeden Tag Stunden in Lectures unterrichteten ganzen Schüler und Jünger, seine Sannyasin, fast schon eine Art gewaltsamen Krieg gegen die Bevölkerung von Oregon geführt haben oder zumindest also da irgendwie ganz bös Querelen es gab, wer auch immer die begonnen haben mag.
Aber das heißt also aus meiner Sicht, gehört zur echten Erleuchtung eben die Erkenntnis dazu, dass es fast unmöglich ist, auch für die echten Erleuchteten, völlig frei von vorteilbringenden Irrtümern zu sein und zu handeln. Denn diese Beeinflussung durch die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen wir alle von Kindheit auf an aufwachsen, die ist einfach extrem stark. Aber Osho war sich selbst noch nicht mal bewusst darüber, als Pseudo-Erleuchteter, wie ich ihn mal nennen würde, gar nicht bewusst darüber, dass das Entscheidende ist, dass seine Schüler sich in Rajneeshpuram quasi wie kapitalistische, Waffenindustrie gesteuerte Krieger verhalten haben und eher schon dazu neigten, fast so eine Art Krieg vom Zaune zu brechen. Da hatte er keine Möglichkeiten, weil einfach die Zeit dafür noch nicht reif war. Also er konnte noch nicht erleuchtet sein, weil ihm gar nicht die Möglichkeit zur Verfügung stand, sozusagen, ganz klar auch bei seinen Schülern diese vorteilbringenden Irrtümer. Also es reichte eben nicht, über Mind und Ego zu philosophieren, sondern man muss es ganz konkret angehen. Und da bin ich wieder bei dem Südamerikaner, ja. Wenn da auch nur die geringste Spur von Spannungen oder Genervtsein entsteht, muss es bearbeitet werden. Erstens entweder, um den Südamerikaner völlig zu entlasten, weil es vielleicht an Luis oder an anderen Personen liegt. Oder eben gucken, welche vorteilbringenden Irrtümer hat der Südamerikaner im Kopf. Und ich kann als ehemaliger Psychoanalytiker schon ganz klar sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass der Südamerikaner im Kommunikationsverhalten hochgradig verhaltensgestört ist, nämlich unduldsam, intolerant gegenüber der Tatsache, dass andere Menschen aus guten Argumenten heraus und bestimmte Sichtweisen beibehalten wollen, bis zu dem Punkt, bis zu dem sie überzeugt worden sind durch die Argumentequalität anderer. Ja, und diese Tendenz sozusagen, so eine Art rechthaberische Grundtendenz, ist eine typische kapitalistische Verhaltensstörung, die unbedingt besprochen werden muss, denn sonst ist dieses Geschehen, wie gesagt, ich lasse es völlig offen, ob die Ursache des Konfliktes vielleicht der Luis ist oder ob ich auch so in den Gesprächen, ich lasse es mal völlig offen, ob ich die Ursache des Konflikts war oder der Südamerikaner oder beide in Teilen. Auf jeden Fall muss es bearbeitet werden und daraus entsteht die Erleuchtung. Die Erleuchtung besteht daraus, dass diese Dinge bearbeitet werden müssen, dass der Erleuchtete offen sein muss für die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Ich habe das dann in Osho-Sprache, als Osho-Nachfolger Bhagwan Anurag Sital immer so schön formuliert: Bitte, sei du mein Lehrer, ich bin jetzt dein Schüler, lehre mich, wie die Welt ist. Und dieses sozusagen dem anderen die Chance geben, sein Weltbild darzustellen und dann auch dadurch mein Weltbild zu falsifizieren, genau das ist die echte Erleuchtung. Davon war aber bei Osho nie die Rede. Also ich glaube, dass er in keinster Weise erreichbar war, in Bezug auf, ja, wie ist es denn, welche Argumente könnten denn seine Weltsicht falsifizieren? Heute würde ich ihm da bestimmte Sachen sagen und würde sagen, ja, hoppla, Osho, schließt du es aus, also Bhagwan, wie wir ihn ja genannt haben, Bhagwan, schließt du es aus, dass du dich jemals da irren könntest in irgendwelchen Punkten? Ja, denn ich habe den Eindruck, dass deine Überlegungen falsifizierbar sind. Ne? Aber ich glaube nicht, dass er dafür offen gewesen wäre, weil es auch damals dieses Wissen noch nicht gab über vorteilbringende Irrtümer und all den Kram. Ja. Ja, und ab dem Moment der Erfindung des Ferntauschhandels, allerspätestens ab der Erfindung des Ferntauschhandels,
ist die Produktion von vorteilbringenden Irrtümern automatisch gegeben, weil der Händler einfach mehr gewinnen kann, wenn es ihm gelingt, durch vorteilbringende Irrtümer die Menschen so zu manipulieren, dass sie weniger glücklich sind und dafür mehr kaufen. Und deswegen werde ich jetzt auch dieses Beispiel dieser Musikbranche im Fernsehen, was ja vorhin angesprochen wurde, analysieren, um es als Lehrstück zu verwenden über die Geschichte der vorteilbringenden Irrtümer. Ja? Also ich selbst, ja, muss dazu sagen, für mich ist ja die Musik nur ein kleiner Tritt neben Berufsbereich. Ich gebe ja jeden Tag mindestens ein Konzert im Durchschnitt, oft zwei pro Tag. Und ich nehme die kleinen Erfolge mit, dass zum Beispiel im Internet jemand geschrieben hat, der Titelsong meines Albums, der sei ein Welthit wie Satisfaction von den Rolling Stones. Das hört man gerne, ne? Oder andere, zum Beispiel beim letzten großen Live-Auftritt, wo ich einen ganzen Vereinssaal zum Kochen gebracht habe, sozusagen. Da gab es sehr viel Lob, auch dann im Internet dafür und so weiter. Und dann auch bei Popstars zum Beispiel das Lob, ja, das ist ein sehr gut komponierter Song und auch gut gesungen und so weiter. Das nehme ich alles mit, aber die eigentliche, oder Kinder müssen von meiner Musik sehr oft weggetragen werden, weil sie unbedingt bleiben wollen. Das sehe ich so als die kleinen Erfolgserlebnisse für einen nicht sehr bedeutenden kleinen dritten Nebenjob. Ne? Und aber eben sozusagen diese Musikbranche im Fernsehen ist halt nun mal eine kleine und wenn auch noch so winzige Chance, wirklich mal den großen Erfolg zu haben. Und ich möchte schon mit zum Beispiel mit dem Titelsong meines Albums würde ich ja schon gerne mal irgendwann ganz richtig, also ganz groß erfolgreich werden und dann eine Kommunenband machen, also eine Band, die quasi eine Kommune ist, ne? So wie das ja auch die Fantastischen Vier ansatzweise versucht haben. Ja. Und ja, jetzt muss ich gerade nur noch mal hier die Maschine, Sekunde. Ich habe alles richtig gemacht. Ich muss nur das weg hier wegmachen wieder. So. Und jetzt das Lehrstück Musikbranche und die vorteilbringenden Irrtümer. Also die Musikbranche im Fernsehen, die wird ja finanziert. Das ist ja der Unterschied zur normalen Musikbranche. Ich war ja auch bei Sony, wo man also meine Musik sehr und meine Kompositionen sehr positiv gewürdigt hat. Habe mit einer Sängerin zusammengearbeitet, die nur deswegen mit mir zusammengearbeitet hat, die eine Nummer 1 in den deutschen Charts hatte. Und die nur deswegen mit mir zusammengearbeitet hat, weil sie genauso wie alle anderen meine Kompositionen sehr gelobt hat. So, und jetzt aber bei der Musikbranche im Fernsehen ist es anders, als wenn man bei Sony sitzt und die wirklich objektiv sagen, was sie finden, sondern in der Musikbranche im Fernsehen, die wird finanziert von den Konsumsuchtsparten, also über die Werbespots. Also zum Beispiel Popstars oder RTL und so, die werden alle finanziert. Deutschland sucht den Superstar, Supertalent, Dieter Bohlen mit seinen beleidigenden Sprüchen und seiner Haupttätigkeit der Beleidigung arbeitssuchender Musiker. Das ist deswegen so, weil ja die Werbekunden brauchen ja den konsumierenden Menschen. Die brauchen ja den kaufenden, konsumsüchtigen Menschen. Und Dieter Bohlen sorgt dafür, das zu tun. Manche werden von ihm aus irgendwelchen Gründen entdeckt und viele werden von ihm beleidigt. Und oft kann man gar nicht sagen, wer davon der Bessere war. Das ist manchmal auch relativ beliebig bei ihm gewesen. Und zum Beispiel die Unterdrückung des Singens. Dieter Bohlen hat ganzen Generationen von Kindern beigebracht, dass es richtig ist, wenn irgendwo jemand singt, dann sofort in Dieter Bohlens beleidigenden Stil zu beleidigen. Und das ist dann auch tatsächlich so, dass das nochmal das bestätigt hat, was Professor Albert Bandura und Wolters rausgefunden haben, dass der Mensch schon fast einen Nachahmungszwang in sich besitzt. Für diese Kinder ist das dann schon fast zwanghaft, ihre Mitschüler
unbedingt beleidigen zu müssen im Stile von Dieter Bohlen, weil Dieter Bohlen ist erfolgreich, ist berühmt sozusagen. Und jetzt, wenn ich den anderen beleidige, weil er singt, bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen berühmt und habe dann die Chance, auch berühmt zu sein. Ja, ich imitiere ja eine berühmte Person. Und genauso funktioniert das Geschäftsmodell, die Musiksparte im Fernsehen, nämlich, dass die Werbekunden das kriegen, was sie brauchen. Ja, bei den Zuschauern wird im Prinzip die Lust am Singen unterdrückt, weil man könnte ja beleidigt werden von allen möglichen Leuten, die Dieter Bohlen nachahmen oder von Dieter Bohlen gar selber. Also lässt man es dann lieber, dadurch ist wieder eine Glücksquelle weg und das Kaufverhalten steigt an, also das Konsumverhalten, die Konsumsucht steigt an und dadurch gewinnen die Werbekunden wieder tolle Einnahmen. Ne? Und der andere Punkt ist, dass eben dieses Beleidigende als vorteilbringender Irrtum, ich zeige es den Zuschauern jetzt nochmal anhand des Schaubildes der Memgiat. Also hier haben wir dann den Dieter Bohlen, der also als den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, es sei in Ordnung, arbeitssuchende Musiker zu beleidigen nach Strich und Faden. Und der beleidigt sozusagen quasi, er ist die Hilfskraft der Konsumsuchtindustrie und beleidigt drauf und dadurch, dass dann die Nachahmer in der Bevölkerung alle auch beleidigen auf Teufel komm raus, kommt es zu Spannungen, zu Streitigkeiten, zu Distanzierungen, man trennt sich voneinander und alle Beteiligten bleiben als einsame, kaufsüchtige Singles zurück, kaufen viele Produkte der Werbekunden. Und dadurch fließt das Geld an die Werbekunden und dann fließt dieses Geld als Werbespot wieder zurück an RTL und damit in die Gehaltskasse von Dieter Bohlen, der quasi sein direktes Honorar für die Unterrichtung der Fehlverhaltensweise und der Verhaltensstörung des Beleidigens von arbeitslosen Musikern, arbeitssuchenden Musikern, dafür bekommt er sein Geld. Für diese Agententätigkeit im Kapitalismus sozusagen. Und ich hätte diese Shows nicht immer wieder aufgesucht, wenn ich nicht auch die ganz kleine Chance sehen würde, dass man da doch durch irgendeinen Zufall dann doch mal entdeckt wird und dann vielleicht wirklich den ganz großen Wurf gelandet hat, was eben ja nicht unmöglich ist. Und deswegen ist es auch rational, trotz des Wissens, auch als Erleuchteter, trotz des Wissens über diese ganzen evolutiven Vorgänge und die vorteilbringenden Irrtümer und die Logik der Beleidigung, die dann wieder Konsumenten schafft und einsame, kaufsüchtige Singles produziert und so weiter, trotzdem dran teilzunehmen, weil immerhin eine kleine Chance besteht, wirklich etwas zu erreichen. Und wie gesagt, ich habe ja auch in diesen Sendungen immer auch sehr viel Lob auf der anderen Seite erfahren, ja, von sehr vielen Seiten. Ja, und das ist ein Lehrstück, ja, das ist ein richtiges Lehrstück. Und dann haben wir hier noch das Thema, ja, nee, das hatte ich jetzt schon. Im Moment versuche ich gerade Janis Joplin, da singe ich immer über sie jetzt improvisiert so, Janis Joplin was the greatest voice of all time. Und ich habe also entdeckt, es gibt also 5 Titel von ihr, die ich für das Beste jemals in der Musik überhaupt halte, nämlich den Cosmic Blues von ihr. Das ist jetzt mal was ganz anderes, Cosmic Blues und Little Girl Blue, kleines Mädchen traurig, also Little Girl Blue. Get it while you can, nimm alle Liebe, solange du kannst, so ungefähr, get it while you can. Cry Baby, weine Mädchen, Cry Baby. Und als 5. To Love Somebody. Da habe ich Aufnahmen gefunden und ich versuche jetzt im Moment sozusagen auch nur 10% ihrer Ausdrucksstärke hinzukriegen. Ich glaube, dass niemals Musik Menschen mehr ansprechen konnte als in diesen 5 Titeln, aber auch nur in diesen 5 Titeln. Ja, also so Titel wie Bobby McGee, die finde ich regelrecht langweilig. Aber in diesen 5 Titeln
ist es das größte Musikereignis aller Zeiten. Ich konnte das problemlos bei YouTube alles finden, diese Sachen. Ja, ja, und ich improvisiere jetzt sehr viel, auch im Stile von Janis Joplin, aber ich werde nie mehr als 10% ihrer Ausdrucksstärke erreichen. Sie ist wohl, wird wohl immer unerreicht bleiben. Ja, könnte sein jedenfalls. Vielleicht kommt mal irgendjemand, der ihr das Wasser reichen kann irgendwann. Ja, dann fasse ich nochmal zusammen, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Und wir nähern uns ja jetzt dann auch wahrscheinlich dem Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Also die Musikbranche ist wirklich ein Lehrstück, weil da alles zusammenkommt. Da sind die Händler, die wollen Konsumsuchtprodukte verkaufen. Da ist die Musikbranche, die möchte ihre Konsumprodukte verkaufen. Und dann ist natürlich der ideale Moderator einer solchen Show jemand, der den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, es sei anständig, arbeitssuchende Musiker nach Strich und Faden zu beleidigen und zu diffamieren. Dafür wurde übrigens RTL ja auch mit Strafen versehen, aber mit lächerlichen 100.000, die haben sie natürlich aus der Portokasse gezahlt. Ne? Das ist, kratzt die überhaupt nicht. Hauptsache, sie konnten so weitermachen wie bisher ohne Strafverfahren. Und dass dann dieses Vorbild, andere Menschen zu beleidigen, zur Unterdrückung des Singverhaltens in der Gesellschaft führt, damit wieder eine Rückgang einer Lustquelle, einer natürlichen Lustquelle, diesmal nicht Körperkontakt, sondern Singlust, ja, und diese dann wieder zu einem erhöhten Kauf- und Konsumverhalten im Sinne des einsamen, kaufsüchtigen Singles führt und dann auch dieses Beleidigen, das Verhaltensvorbild im Sinne des Modelllernens und Nachahmungslernens von Professor Albert Bandura trifft das Fehlverhalten von, also der vorteilbringende Irrtum von Dieter Bohlen auf den Nachahmungszwang im Publikum und die beleidigen jetzt auch alle sich gegenseitig munter drauf los. Dadurch werden alle einsam, so wie wenn Louis und der Südamerikaner sich dann voneinander fernrücken. Und das Resultat ist vergrößerte Einsamkeit und damit einsame, kaufsüchtige Singles geschaffen sind. Aufgrund dieser Querelen, die dann wieder von den Werbespotgebern bei RTL wieder viel Geld bekommen durch den Konsum, ja, sozusagen, und die dann auch wieder viel Werbespots rund um Deutschland sucht den Superstar schalten können. Das drückt eigentlich alles aus, was wir heute sozusagen psychologisch über die psychologische Realität wissen, ja, und ja, ich habe noch ein paar Minuten, aber ich gebe trotzdem weiter, weil wir uns ja jetzt sicherlich auch langsam den Schlussrunden nähern wollen. Der Nächste, bitte. Ja, danke schön. Ich schließe mich dem an, dass wir vielleicht das jetzt als Abschlussrunde so sehen können, weil wir wollen ja für Zuschauer erreichen, dass die doch vielleicht am Abend mal sowas gucken können, ohne daraus eine Nachtbeschäftigung machen zu müssen. Also wir sind eh da schon sehr anspruchsvoll, was die Aufmerksamkeit von Menschen angeht. Gut, aber damit... Vielleicht nur ganz kurz als Hinweis, mit doppelter oder 1,75-facher Geschwindigkeit braucht es nur noch die Hälfte der Zeit und unsere Tonqualität ist gut genug, um es fast in doppelter Geschwindigkeit abzuhören. Okay. Spannend. Gut, aber damit komme ich zum Inhaltlichen, ne? Und wenn's, wir können dann an manchen Dingen dann auch weiterreden, dann bei den nächsten Malen. Also einiges sind eh Dauerbrenner-Themen. Von daher, ja, spannende Sachen, auch was du angesprochen hast, Louis. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also wenn zum Beispiel dein Vater da sagt, er hat kein schlechtes Gewissen, weil die anderen werden doch auch alle so sein und die Kinder der Zukunft doch auch. Also warum soll man sich Sorgen machen, dass man denen die Existenz nimmt? Sie würden das doch wahrscheinlich auch so machen. Ich kann also ein Verbrecher sein, weil die anderen wahrscheinlich auch alle Verbrecher sind. Also ich glaube, wir leben in einer sehr bedenklichen Zeit. Ich meine, mal offen lassen, ob es irgendwie jemals vorher besser gewesen wäre. Aber also es nimmt jedenfalls zu, dass man so denkt, wie man konsumiert. Nach dem Motto, der Teufel wird am Ende nur den holen, der keine scheinbare Entschuldigung hat.
Also der nicht irgendwas sagen kann, womit er versuchen kann, sein Verhalten zu begründen. Aber wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, ist es zum Weglaufen. Also jeder Anspruch von Vernunft oder auch jetzt jedes Konzept von Ethik da in der Menschheitsgeschichte war anspruchsvoller als das, was da von den Leuten so zum Besten gegeben wird. Alleine, wenn sich jemand dann mal ein bisschen damit beschäftigen würde, was bedeutet denn Gewissen? Kann er ja mal Wikipedia oder ein Buch, ein Lexikon sonst da aufschlagen und gucken, wie hat sich das entwickelt, die Vorstellung auch vom Gewissen der Menschen und sowas, die Stimme Gottes in uns oder jedenfalls, dass es sowas wäre wie ein Maßstab des Gemeinwohls. Das, oder im Verantwortungsbegriffen formuliert, dass Verantwortlichkeit nicht bedeutet, um die nächste Ecke zu gucken. Und wenn es da noch keine schädliche Folge hat, lasse ich es damit sein. Auch wenn es um die nächste ein und zwei Ecken weitergeguckt verheerende Folgen hätte. Diese Art von Kurzsichtigkeit wird kein anständiger Mensch wirklich als Verantwortlichkeit bezeichnen. Mal ganz abgesehen von diesbezüglichen Dokumenten, wie jetzt zum Beispiel der Erdcharta, die sich bemüht, da einen Verantwortungskonsens für die Menschheit aufzustellen. Und wo gesagt wird, auch über die Wirtschaft. Übrigens auch die Öko-Bewegung, ne, Extinction Rebellion und sowas alles, sagt die Wahrheit und die Menschen müssen für die Folgen, die sie anrichten, einstehen. Keine Klimazerstörer mehr an der Macht und solche Klamotten alles. Ne? Also dann denkt man weiter als um die nächste Ecke, bringt es mir einen Vorteil, dann kann ich es alles machen. Und dazu sollten sie dann aber auch stehen, dass das so nicht funktionieren kann, dass das unter der Würde des Menschen ist, so zu reden. Ich denke um die nächste Ecke, auch wenn es noch eine Ecke weiter, wer weiß, wie viele Menschenleben kostet. Es ist ein Skandal. Es ist auch ein Skandal für die Qualität des menschlichen Geistes, sowas von sich zu geben. Oder es zu akzeptieren, wenn jemand so redet. Das ist zum Weglaufen. Und wenn ich da gucke, also jetzt zum Beispiel, wenn man mal Dialoge von Sokrates sich durchliest, die er damals mit seinen Kollegen da geführt hat, dass da fragt er einmal, nochmal, mein Lieber, erinnerst du dich noch, was wir vor eineinhalb Stunden an dieser Stelle da so gesagt haben, wie da der Argumentationszusammenhang war? Ich möchte dich darauf hinweisen, um da anzuknüpfen und da einen Widerspruch jetzt hinzuweisen. Nee, Sokrates, da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Naja, meint Sokrates, dann erfüllst du aber auch nicht die Kriterien, dass ich das jetzt für sinnvoll halte, mit dir da groß weiter zu diskutieren. Und also heutzutage habe ich gehört mal, dass die Feuerwehr Abiturienten ablehnen muss, weil sie mit zwei, drei Seiten Text nicht mehr zurechtkommen. Also irgendwo müssen wir uns mal die Frage stellen, ob es auch gesunde Ansprüche gibt an einen selbst. Dass man nicht einfach nur irgendwas daher erzählt, wo man überhaupt nicht sich Gedanken beigemacht hat. Also bei jetzt über die Bedeutung von Gewissen und über Gegenargumente, die einem vielleicht gebracht werden könnten. Ich lasse auch alle Religionen weg. Die christliche Ethik, die buddhistische Ethik und so weiter. Sind alle so, dass da so ein Gerede, ich mache mich zum Verbrecher, weil die anderen raus. Und abgesehen davon, jetzt komme ich zu den sachlichen Argumenten, sogar wenn ich der Einzige wäre jetzt, der heute die Schenker-Lump oder die Reife von Post-Conventional Level leben will, dann wären nicht alle die gleichen Verbrecher. Und über die Kinder der Zukunft zu sagen, die werden alle so sein. Offensichtlich besteht dann die Möglichkeit. Wir haben ja auch noch offen gelassen, wie das ist, bei diesen unschuldigen Naturvölkern im brasilianischen Urwald, die ansonsten von unserer Zivilisationsdampfwalze platt gemacht werden. Kann man alles sagen. Sie würden es von unserer Stelle genauso machen. Ne? Deshalb mal drauf. Also echt unglaublich. Unglaublich. Und da würde ich mir aber auch Widerspruch erwarten, ne? Von der Jugend, der nachkommenden Generation oder Leuten, die da ethisch argumentieren wollen. An solchen Stellen, ne, also man kann vielleicht noch weggehen, kann sagen, unter Protest gehe ich jetzt, damit ich die in Ruhe lasse. Aber ansonsten muss man da was sagen. Sagt die Wahrheit, ist der erste Anspruch von Extinction Rebellion. Und die meinen, dass wir dabei sind, hier die Erde zu verwüsten. Und dass wir das nicht dürfen. Und dass wir darüber gefälligst nachzudenken haben. Und gefälligst Konsequenzen zu ziehen haben. Verdammt nochmal, den Fluch nehme ich jetzt gleich zurück. So, aber dann auch, mal wenn der Betreffende sich damit mit seiner eigenen Aussage beschäftigen würde, die sind alle so. Lassen wir, wie gesagt, offen, wie viele jetzt im Post-Conventional Level sind, lassen wir offen, wie viele im Post-Conventional Level sein werden. In einem Punkt ist sich die Wissenschaft sehr einig. Das Ganze ist nicht ohne pädagogische Beeinflussbarkeit.
man hat bei den Fragebögen, die man da, mit denen man ja auch diese Levels erforscht, ne, also dass man den Leuten Dilemma-Fragen stellt und aus den Antworten abliest, nach welchen Kriterien sie sich letztlich richten werden. Man hat daraus sehr deutlich ableiten können, dass der Bewusstseinszustand von Menschen beeinflussbar ist, dass das pädagogisch und von den sozialen Rahmenbedingungen, von der Sozialisation her, ein Stück weit abhängt, wie die drauf sind. Und man hat festgestellt, dass in solchen kommuneartigen Gemeinschaften, auch wie den Kibbutzim in Israel, dass die Voraussetzungen sich erheblich verbessern können für Kinder und Jugendliche, in Richtung solcher Post-Conventional Level Verantwortungskriterien zu denken, als in der Großstadt mit den verkapselten Individualisten, die da in ihren Ecken sitzen und sowieso nur noch dran denken, wie sie sich ihr Konsumleben nett gestalten können. Die auch immer unfähiger werden, überhaupt noch Kernfamilien zu bilden oder weiterzudenken im Sinne von Verantwortung für andere oder Sinnkriterien. So, das heißt, das ist pädagogisch beeinflussbar. Was bleibt dann übrig an Rechtfertigung für so eine Haltung, wie es werden alle dieselben Verbrecher sein, also ich auch? Dadurch, dass man sich ändern würde und anders drauf wäre, kann man es beeinflussen, wie die kommenden Generationen oder jetzt die Kinder eingestellt sein werden. Und wenn auch nur welche von denen da sind, die ohne einen selbst dazu gekommen sind, so wie, also ich nehme mich nur als Beispiel, ohne mir was drauf einzubilden, aber es kotzt mich ehrlich gesagt an, dass ich mir meine Art von Verantwortungsbewusstsein erkämpfen musste gegen den ganzen Beton der angepassten und sich rausredenden Denkweisen um mich herum. Und dann kommt noch einer und meint, er müsste es auch nicht anders machen, weil ich doch bestimmt auch so ein Verbrecher wäre wie er. Er ist der Beton, gegen den ich mir meinen Horizont erkämpfen musste. Und ich halte überhaupt nichts von solchen beschönigenden Begründungen dann für seine Konsumverbrechen. Ja, gut. Und du hast ja schon gesagt, es wäre schön, wenn sie alle zusammenzubringen sind. Und ich habe vorher schon gesagt, jetzt teste mal bei den Leuten aus deiner Ökobewegung, die jetzt zumindest angekommen sind und gesagt haben, auch damals haben wir es nur nicht richtig verstanden, dass wir da eigentlich das jetzt mit offener, transparenter Kommunikation, Argumentefreiheit, Konfliktgesprächen hätten bearbeiten können. Sondern haben sie es ja vielleicht jetzt begriffen. Und wenn sie jetzt wieder weglaufen, ab wann wird es zum Vorsatz? Ab wann wird es aus ihrer Sicht zum Vorsatz? Wie werden sie auf der Straße den Dieb behandeln, der da klaut und wieder klaut und wieder klaut und nach 10 Jahren oder so vielleicht immer noch klaut? Ab wann würden Sie sagen, er handelt aus Bewusstsein und Vorsatz? Ja, oder wie wollten Sie es in einer Gesellschaft haben, wo Sie selbst vielleicht den kleinen Laden haben, dass man da hingeht und sagt, ach, da ist Ihnen mal ein unbewusster Irrtum passiert oder so. Ja, gut, das wäre das. Wenn ihr nicht noch was Schwerwiegendes habt, was dazukommt und wo man dann vielleicht relativ kurz noch darauf eingehen kann, umarme ich euch innig durchs Telefon, freue mich überhaupt, dass wir miteinander reden können. Ne? Und Louis, wie gesagt, wenn es ist schön, die Forscher alle zusammenzubringen, hier beim Verantwortungstreff ist jedenfalls möglich. Ne? Und Sie sind alle herzlich willkommen. Und wenn Sie meinen, dass Ihre Argumente nicht nur taugen, um sich da eine Beschönigungsrationalisierung zusammenzubasteln, sondern wenn das bestehen kann vor kritischer Infragestellung, dann immer herzlich gerne. Ja, seid umarmt, ne, und wir haben weiter miteinander zu tun, werden über viele wichtige Dinge weitersprechen. Okay, also interessante Antworten. Zu der Musikindustrie kann ich noch ergänzen, dadurch, dass viele Musiker beleidigt wurden und dadurch weniger Menschen singen, steigt auch das Verlangen der Konsumenten, mehr Musik von Profis zu kaufen. Ja, das passt sehr gut. Ja, sehr gute Ergänzung. Und vielleicht können wir mal gegenseitig unsere musikalischen Aktivitäten erforschen und irgendwann zusammenbringen. Das wäre auch interessant. Na gut, auch interessant argumentiert Öffi. Und also mein Vater hat das nicht zur Klimakatastrophe gesagt, sondern generell in Sachen, weiß ich nicht, wo ich gemeint habe, wäre es nicht gut, für Afrika Geld zu spenden. Und ja, also ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das richtig gut finde. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich, also du kannst ja halbwegs beurteilen, dass ich versuche, in meinem Rahmen so zu leben und das weiter zu vervollkommnen. Deswegen ist mir das Leben auf dem Land auch ziemlich wichtig und die Selbstversorgung und so als
vorübergehenden Schritt, wo bis dann irgendwann zu von Wildkräutern leben und dann vielleicht hoffentlich von Lichtnahrung. Und ich sehne mich halt schon seit Jahrzehnten danach, dass quasi das System so umgestellt wird und dass man Möglichkeiten hat, sich Sachen zu kaufen, die halt nicht die Umwelt und andere Mitmenschen in Arbeitsprozessen versklaven und so weiter. Und dann gibt's halt die Leute, denen das halt egal ist, die kaufen halt das billige Handy und das billige Dingsbums oder gehen bei Lidl einkaufen, wie manch Verbündete oder man selber manchmal hier und da. Ja, und trotzdem, wenn ich, also habe ich mich ja schon viel auseinandergesetzt, damit Schenker zu werden und so weiter. Und ich merke halt in mir starke Widersprüche und Ängste und halt auch Gedanken, die ich halt weniger absurd finde als du scheinbar, dass, dass unter Umständen, keine Ahnung, angenommen, wir haben noch 3 Monate, bis es knallt, will ich dann die 3 Monate als Schenker leben oder will ich vielleicht irgendwo hinfahren oder mich halt mit einer Sache beschäftigen, die mir Spaß macht? Du argumentierst, das ist das Schönste, Schenker zu sein, und da habe ich Zweifel. Aber ich lasse das weiter offen. Aber damit du verstehst, was meine Denke ist, und es wird ja auch am ehesten was bringen, wenn ich dir die ehrlich sage und du dann vielleicht hier und da einen guten Gedanken hast, der mich da weiter voranbringt, als wenn ich dir die nicht sage, weil ich irgendwie Angst habe, komisch dazustehen unter deiner knallharten Analyse oder so. Und ich denke, es ist halt auch, es besteht auch die Möglichkeit, klar, der Mensch, also schön, was du sagst, dass dadurch, dass ein Mensch sich verändert, das auf andere Menschen abfärben kann, und wenn Kinder in einer gesunden Zivilisation aufwachsen würden, wäre das gar keine Frage, dass sie von vornherein oder halt, also ich kann mir das auch super vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es quasi ein Triumph ist, den der Mensch erringen kann, der aber eine kleine Wahrscheinlichkeit hat, und sich übermäßig zu grämen. Ich habe mich halt fertig gemacht und habe halt krass gelitten drunter, dass ich das nicht hinkrieg, was quasi du hinkriegst oder was der Super-Ultra-Helden-Move wäre. Und anstatt das zu machen, finde ich es nicht unweise, Frieden zu machen mit der eigenen Natur oder mit dem aktuellen Bewusstseinslevel, was halt nicht unendlich willensstark und unendlich gut ist, sondern halt schwach und selbstsüchtig zum gewissen Teil. Und zu erkennen, wenn das halt auf alle im Westen zutrifft, außer auf dich, haha, wie relevant, wie realistisch ist dieses Formulieren von irgendeiner Möglichkeit, die ultra klein ist und quasi unrealistisch, wie angemessen ist es, darauf zu beharren und alle anderen zu verteufeln, und dann kommt der Teufel. Da finde ich eher schöner, ich weiß nicht, ob ihr das coole Buch kennt, der Erleuchtung, es ist egal, wie du sie erlangst, auf Englisch Lazy Man's Guide to Enlightenment. Das ist so ein Typ, der sagt, aus seiner Sicht ist alles im Universum quasi Menschen, die Mikroben in uns drin, die Kacke, die Füchse, bla bla, alles sind quasi Bewusstseine wie wir, und alle weiten sich aus in der Liebe und ziehen sich zusammen in der Angst. Und egal in welcher Situation du bist, das Beste, was du machen kannst, ist immer Liebe geben. Und wenn du keine Liebe geben kannst, ist das Beste, dieser Situation Liebe zu geben und so weiter. Und anstatt mich halt nur zu grämen, kann ja sein, wenn ich mich weiter nur grämen würde, würde irgendwann dieser krasse Schritt kommen und ich würde Schenker werden und hätte die Ultrakraft. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich Eckhart Tolle, der wurde ständig von seinem inneren Dialog so platt gemacht, bis er sich gefragt hat, hey, was ist denn das eigentlich für eine Stimme in meinem Kopf? Ach,
ich bin scheinbar nicht nur ich, sondern auch noch die Stimme in meinem Kopf und das ist sehr komisch und bla. Und dann ist er quasi aufgewacht und hat mit einem höheren Bewusstsein die ganze Welt gesehen. Kann natürlich passieren, dass mir das auch passieren würde, wenn ich nicht aus dieser Zwickmühle, weiß ich nicht, flüchten würde. Durch möglicherweise beschönigende Gedanken, möglicherweise sind sie auch weise. aber ich denke, das ist möglicherweise der richtige Schritt, erstmal mich zu akzeptieren, so wie ich bin, in meiner Fehlerhaftigkeit und dafür zu lieben und trotzdem gleichzeitig die weiter nagende Stimme von dir, die auch meine Stimme ist, zu hören und halt Frieden zu machen mit all dem. Und natürlich habe ich mitgehört, dass ihr gerne aufhören wollt. Wir müssen das nicht jetzt durchkaspern, aber was ich schon mal sagen kann, möglicherweise kennt ihr Carlos Castaneda, möglicherweise ist das Geschwafel und Bullshit, möglicherweise ist es total essentiell. Also Carlos Castaneda war, glaube ich, in den 70ern so ein US-Typ, der in Mexiko mit einem und dann mehreren Schamanen, die in der uralten mexikanischen Schamanentradition standen, Erfahrungen sammeln konnte. Und die sagen, dass es eine ganz andere Bewusstseinsebene gibt, mit der man Dinge betrachten kann. Und nur, dass wir unser Leben lang gar keine andere Möglichkeit gesehen haben, als dass wir unsere aktuelle Wahrnehmung sehen. Also wir schließen aus, dass es andere Bewusstseinszustände gibt. Dieser Umstand verweigert uns den Einblick in die anderen Bewusstseinszustände. Wenn man, dann gibt es verschiedene Techniken und bla bla. Und ich könnte mich damit mehr beschäftigen oder weniger. Jedenfalls würde mich interessieren, ob ihr das kennt. Und was da formuliert wird, ist quasi, dass es eine Art absolute Wahrheit gibt, was ja recht interessant ist, wenn man von freier Argumentekultur redet. Und unser Freund der Südamerikaner hat aus seiner Sicht auch absolute Wahrheiten, denke ich. Was ich auch nicht ausschließe, dass es möglicherweise also korrekt ist, seine Schlussfolgerung oder die von gewissen Leuten und dass sich diese absoluten Wahrheiten dann auch durch Stimmigkeit in Alltagshandlungen quasi beweisen lassen, ist dann natürlich gut, das alles zu hinterfragen und ein bisschen vertrauenszerstörend, wenn jemand das nicht ermöglicht. Ja, und was ich als Letztes noch sagen kann, vielleicht, um ein bisschen auf das zu antworten, was du im Forum geantwortet hast, Öffi, du weißt ja, ich rede viel lieber als zu schreiben. Du hast mal wieder vom Schenker Übungskonsens gesprochen und so. Und da hast du noch diverse Fragen nicht beantwortet, die ich dir gestellt habe. Und das hat mich damals ein bisschen in meinem Drive gestoppt, was stimmt und dennoch auch als Ausrede benutzt werden kann, was natürlich nicht geht. Und vielleicht magst du die mal beantworten und ich hätte da Lust auf einen, weiß ich nicht, täglichen oder was auch immer Austausch, einen regelmäßigen Austausch, auf den ich mich verlassen kann, bei dem wir die ganzen tollen Fragen prüfen. Okay, von mir aus haut gern weiter raus, aber ich habe auch Verständnis, wenn jetzt Schluss ist und danke euch und wünsche euch alles Beste und spätestens sehen wir uns Dienstag. Ja, wir versuchen. Ja, wir versuchen uns ja jetzt dem Ende zu nähern, aber ich habe natürlich auch noch einige Punkte jetzt, ne? Denn also Stichwort absolute Wahrheit, es ist völlig in Ordnung. Ich bin ja auch überzeugt, dass bestimmte Dinge bei uns hier beim Weltrat sowas wie absolute Wahrheiten sind, aber bitte niemals absolute Wahrheit ohne die Aussage, wo irre ich mich, wo irrst du dich, also Bereitschaft zur freien Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, denn sonst ist es absurd, weil es dann ja eigentlich nur sozusagen ein ideologisches Verhalten ist, egal ob es vielleicht zufällig tatsächlich eine absolute Wahrheit ist oder nicht, aber es ist dann kein sinnvolles Verhalten sozusagen.
Und dann nur noch kurz an Luis die Erinnerung der Schamane, Castaneda und die Schamanen, ja. Ich habe diese Modebewegung da so mitgekriegt, hab's, aber das war für mich immer uninteressant, weil ich würde auch heute sagen, als Hinweis, wir müssen uns klar sein, der Schamane ist nichts anderes als derselbe Geschäftsmann und der Vorläufer von Drosten, Wieler und Lauterbach, ja. Und insofern gebe ich auf die Worte von solchen Geschäftsleuten, die irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer an die Leute bringen, um möglichst viel sich bereichern zu können, gebe ich nicht viel. Ich habe also in der Ethnologie das mit dem Schamanismus mir angeschaut und das war immer ein Geschäftsmodell zum Abkassieren der Menschen für eine vermeintliche Heilung und es war einfach ein Abkassierensmodell, ne? Beispiel, da wurden dann immer die Ziegen geschlachtet und den Großteil haben die Schamanen halt gegessen, ne? Und das war dann ihr Gehalt und ihr Profit für die Illusion, sie könnten irgendetwas da beeinflussen. Und natürlich haben sie auch irgendwie vielleicht irgendwelche Placebo-Effekte ausgelöst und so weiter. Und aber eben für mich ist der Schamanismus von Anfang an ein schmutziges Geschäft auf Kosten der Menschen. Ne? Deswegen ist es auch so, dass ich eben sage, einerseits ist es vielleicht sinnvoll, an Louis' Vater zu appellieren, doch nochmal argumentativ zu prüfen, ob diese Haltung wirklich auch im Sinne von Kant sozusagen mache. Sozusagen verhalte dich so, dass die Maxime deines Handels die Grundlage eines allgemeinen Gesetzes sein könnte oder so ähnlich, ne? Ich weiß nicht, kategorischer Imperativ oder irgend sowas ähnliches. Und aber das ist eben deswegen auch halte ich es eben für sinnvoll, das, was Louis ja eben auch nochmal so gewünscht hat, sich, dass das System doch so sein möge, dass man eben nicht so viel Schlechtes zur Folge hat. Und wenn wir bei uns in unseren Reformkonzepten sozusagen die Wohlfühlstimmen der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner messen und wenn das dann auch jeder Staat praktizieren würde, dann wären eigentlich alle Menschen geschützt und dann könnte man auch in diesem Staatssystem leben, in dem guten Gewissen, dass man insgesamt alles Gute tut, denn dann würde auch natürlich die Umwelt geschützt so, dass es eben, dass die jetzigen Menschen ein gesundes Leben haben. Und natürlich, wenn die jetzigen Menschen ein gesundes Leben haben, wünschen sie sich das auch für ihre Enkelkinder und ihre Urenkelkinder. Und dann wird automatisch enkeltaugliche Politik gemacht. Automatisch und zwangsläufig, aber erst nach unseren Reformen. Ne? Deswegen wieder die doppelte Doppelschienigkeit, und am Dienstag werden wir ja dann über die politische, also diese Schiene sprechen. Und heute haben wir mehr auch über die Kommune-Ebene gesprochen. Aber noch einmal zum Abschluss, dass sozusagen diese Dinge alle bearbeiten und im Fragforum, im täglichen, also ich unterscheide jetzt also zwischen zwei Fragforen. Wir haben einmal das schriftliche freie Argumente, Kultur, Bindestriche dazwischen, forum.net war das, glaube ich. Und wir haben die Idee des täglichen Fragforums, das in der Schriftform im schriftlichen Fragforum stattfinden kann und mündlich über Online- oder Telefonkonferenzen ja auch stattfinden kann. Und dieses ständige Bearbeiten der Dinge ist für mich das A und O. Sonst scheitern die Kommunen alle daran, alles, was ich erlebt habe, dass die Leute irgendwann sozusagen gefrustet darüber sind, dass man sich gegenseitig in kapitalistischer Weise gegenseitig wehgetan hat und irgendwann die Leute dieses Wehtun nicht mehr ausgehalten haben und dann gesagt haben, da bin ich ja sogar, wenn ich allein bin und ganz einsam bin, bin ich ja noch besser dran, als wenn ich ständig diese Schmerzen der gegenseitigen Quälerei habe. Und dann nochmal die Erinnerung zum Schluss. Das ist ja gerade das Wesen der vorteilbringenden Irrtümer im Kapitalismus, hetze die Menschen auf dazu, dass sie sich nicht mehr vertragen können
Und wenn Sie sich nicht mehr vertragen können, dann kann ich Ihnen mehr verkaufen, weil Sie dann kaufsüchtig werden und konsumsüchtig. Und so funktioniert nun mal der Kapitalismus. Und deswegen müssen wir von der ersten Sekunde der Begegnung von Menschen an mit dem täglichen Frackforum direkt dran arbeiten und sofort als erste Frage immer, ist auch nur die winzigste Spannung in der Luft. Und wenn man das nicht bearbeitet, kann man den Rest von der ganzen Kommune vergessen, weil das wird nie zu ihr kommen, weil die Leute sich einfach so lange quälen werden, bis sie endlich wieder auseinanderlaufen. Und dann am Ende sagen, naja gut, allein bin ich ja doch irgendwie besser dran. Ja, irgendwie ist das zwar an sich eine gute Idee mit dem, dass wir Menschen ja eben Kommunentiere sind und so weiter, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Wir streiten uns nur, wir quälen uns nur gegenseitig und dadurch gewinnt am Ende immer wieder die Konsumsuchtindustrie. Ja. Ja, ich gebe weiter in dem Versuch, dass wir da jetzt irgendwann so nach und nach in einen Schluss einpendeln, nach und nach. Ich gebe weiter. Ja, ich denke auch. Also wir können über manche Themen in den nächsten Sendungen auch weitersprechen. Ich will deshalb nur den allerwichtigsten Punkt aus meiner Sicht nochmal betonen. Ich glaube, dass es keine sinnvolle Motivationsbasis sein kann, sich was abzuquälen. Unterm Strich. Aber jeder weiß, dass wenn er Dinge hat, die ihm sehr viel wert sind, auch Menschen, die ihm sehr viel wert sind, dann zeigt sich das auch daran, dass er bereit wäre, für die auch was im Augenblick unangenehm. Weil ihm diese Werte oder eben diese wertvollen Menschen es wert sind. Und dann ist das nicht unterm Strich Quälerei. Also ich glaube, der Mensch, oder es ist ein ganz wertvolles, hohes Empfinden, wenn man sich für etwas, was einem so wertvoll ist, oder Menschen, die es einem wert sind, nicht einsetzt, dass das die größere Qual wäre, als diese sinnvollen und aus Liebe angemessenen Opfer aufzubringen. Und insofern, also ich finde es spannend zum Beispiel auch, dass alternative Gemeinschaften wie das ZEG, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung oder Tamera, der Dieter Duhm und die Sabine Lichtenfels, dass die ein Stück weit ja so argumentieren, Leute, kommt raus aus euren Glücksillusionen. Der Manager, der da meint, durch kaltes Geld verdienen, so viel Selbstbestätigung und Erfüllung und Lust am Leben finden zu können, wenn der mal wirklich das Schöne an Zärtlichkeit, Sex in einem auch angstfreien oder geborgenen gemeinschaftlichen Rahmen erleben könnte, dann würde er merken, dass das andere nicht so viel Lust bringt, wie diese Art von zärtlicher, menschlicher Nähe, Liebe, Verbundenheit. Und insofern, also man kennt ja meine Sprüche dann, ich glaube, dass für ein denkendes Tier oder Wesen das richtige Denken der höchste Flash sein müsste. Also richtiges Denken über hohe Themen, große Sinnerkenntnisse und Horizonte sind besser als irgendein Orgasmus. Und insofern, ich predige nicht, quält euch nur und unterm Strich steht das, wir quälen uns. Sondern ich sage, genau wie es wichtig ist, mal als Lusterleben zu vergleichen, bringt das Geldmachen des Managers oder ist es mehr diese sexuelle Erfüllung in so einer freien Kommune, so kann man noch eine Ebene höher gehen und kann sagen, lasst euch doch mal ein, was das innere Lusterleben angeht, auf das richtige Denken. Was bedeutet es für einen? Also jetzt, wir haben das eben gehabt, diese Argumentation eben, die anderen werden auch Verbrecher sein, also kann ich Verbrecher sein. Hat das keine Glücksqualität? Also für mich wäre es absolute Folter, geistige Folter, wenn ich sowas denken müsste, um damit irgendwelche platten Interessen von mir zu beschönigen oder zu rationalisieren. Ich würde mir ekelhaft vorkommen. Und das könnte man auch nicht ausgleichen durch irgendein Späßchen, was ich mir da gönnen kann. Ne? Und das geht dann halt leichter, wenn ich mir diese krummen Sachen ins Hirn reindrücke. Also für mich wäre das gar keine Frage, wie da die Verhältnismäßigkeit aussieht. Und insofern kann ich nur sagen, erforsche man innerlich, was ist wie erfüllend, was ist wie sehr wesentlich, was ist wie sehr Glück, was ist wie sehr Lust. Und dann das wählen, was die höchste oder intensivste Lust ist. Aber das bedeutet nicht, dass es nur die oberflächliche Schlagsahne ist, sondern
Man hat höhere Lust, wenn man sich selbst innerlich eben tief erforscht, bemeistert, mit sich arbeitet, statt zu denken, dann lasse ich mich gehen. Und das sind Dinge, die kann man spüren. Und da kann man merken, wo es sich lohnt, richtig anzupacken auch und was aus sich rauszuholen. So. Was die Psychologie ja auch erforscht hat, wie im Marshmallow-Experiment und so weiter. Schon bei Kindern. Dass derjenige, der alles an Süßigkeiten frisst, was er vor der Nase hat, oder der, der es aufhebt, um es mit anderen zu teilen, oder später dann noch was Schöneres zu bekommen als die Süßigkeiten, der über den Augenblick, die Augenblickssucht hinaus zu langfristigerem Zurückhalten und Planen fähig ist, hat andere menschliche Dimensionen, hat andere Erfolgsqualitäten und sowas. Das sind alles Dinge, die kann man, wenn man da hinschaut, erfassen und kann sich seine Meinung bilden, ob das für einen was bedeuten kann. Am Rande bemerkt, also deshalb glaube ich ja, Luis, dass egal wie sehr du da verhaftet sein magst, auch in dieser Kultur des, ich muss mir was gönnen und wenn in 3 Tagen die Welt untergeht, gönne ich mir noch was. Und ich glaube, dass du längst, ist natürlich eine kühne Hoffnung, aber ist eine Annahme immerhin, ich glaube, dass du längst zu sehr den Geschmack des freien Denkens und der Argumente gefunden hast, auch schon, um ihn nicht zu verscherbeln für irgendwelche anderen billigen Vergnügungen. So. Okay, aber damit wäre es das von meiner Seite. Die anderen Punkte kann man bei einem unserer anderen Telefonkonferenzen wieder aufgreifen und dann bestimmt noch sehr intensiv weitermachen. Und natürlich im Forum, ach ja, da noch die Bemerkung, weist mich vielleicht nochmal mit einem Hinweis, SMS oder sonst wo darauf hin, welche Stelle du jetzt meinst, wenn du da schon Fragen zusammengestellt hast, dass ich die jetzt angehe. Also jetzt kann ich zusagen, wird auf jeden Fall eine Sache dann für 1-2 Tage sein. Ich bin durch anderes soweit durch, dass ich meinen Selbstanspruch und meine Zusage, am besten täglich abends mal so in die Foren reinzugucken, dass ich das immer mehr so jetzt auch wirklich für mich dann praktizieren will. Und dementsprechend, also jetzt würde ich sagen, nach 1-2 Tagen kann man bei allem, was man da jetzt hat, mit einer Antwort, einer ersten Reaktion zumindest, von mir rechnen. So. Alles klar. Damit sage ich, seid umarmt durchs Telefon. Namaste. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, man kann mich hören, oder? Ja. Okay, dann gut, werde ich das mal rauskramen. Ist ja eine schöne Nachricht, dass man jetzt so zeitnah mit Reaktionen von dir rechnen kann. Wäre dann interessant, sowas vielleicht täglich oder irgendwie sowas. Können wir gucken, was sich einpendelt. Ja, ich habe das Gefühl, dass eben im Rahmen der freien Argumentekultur zu erforschen, was ich will und auch ja, ist interessant, was du sagst, dass es einem teilweise schlecht geht mit der falschen Wahl. Deshalb heißt das noch nicht automatisch, dass ich die Energie hinkriege für die richtige Wahl. Und zu Carlos Castaneda und den Schamanen, also ich hatte das im Ohr, dass du sowas gesagt hast. Ich denke, nur weil es möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich sowas wie Scharlatanerie auf dem Gebiet gibt, ist es nicht zwangsläufig, dass alles schlecht ist. Und in einer, weiß nicht, wie du es halt die Menschheit vor den ersten Händlern angenommen, da war jeder mit sich stark verbunden, mit der Natur verbunden. In so einer Kultur ist es vielleicht gar nicht nötig, weil alle auf ihre Art Schamanen sind. Aber offensichtlich ist ja quasi die Menschheit in eine kompliziertere Stufe geraten. Und wenn es dann Menschen gibt, die da besondere Feinfühligkeiten haben, natürlich gibt es da Ausbeutung oder unangemessene Bezahlung und sowieso Scharlatanerie, aber das gibt's auch in angemessen alles, kann ich mir vorstellen. Und ja, fände ich, also wirst du ja bestimmt nicht dich nicht potenziell falsifizieren lassen auf dem Gebiet.
Ja gut, dann danke ich euch und ja, bin gespannt auf die nächsten Male. Schönen Abend und so. Ja, also nur kurz mein Schlusswort dazu. Eben, ja, das wäre sehr interessant. Aber ehrlich gesagt, so wie Öff sehr radikal ist, indem er sagt, die Leute so, da ist so eine Teilbewusstheit ihres eigenen verbrecherischen Handelns vielleicht doch schon da, so etwas wie Teilbewusstheit. So ähnlich wie wenn der Arzt ganz irgendwie, wenn es darum geht, anderen Menschen eine Chemotherapie zu verschreiben, dann hat er damit überhaupt keine Probleme. Und wenn es um seine eigenen Kinder und seine Verwandten geht, dann und bei uns um sich selber geht, dann plötzlich, dann will er die Chemotherapie, lehnt er die ab. Ne? Da ist ja, das ist ja ein Hinweis, dass da schon so eine Teilbewusstheit des kriminellen Verhaltens vorliegt. Aber wie gesagt, und genauso radikal wage ich es mal zu sagen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es im Gesundheitsbereich wirklich irgendetwas anderes als die Schädigung der Mitmenschen gibt. Also da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich meine, ich bin sicher, dass unsere VIAT, also die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, das Richtige ist und dass wir vielleicht vieles Wissen haben über gesundes Leben und gesunde Ernährung und so weiter. Aber auch das, ob man also im jetzigen System, sobald es als im jetzigen System als Methode verkauft würde, wäre es nur eine Frage von kurzer Zeit, bis es korrumpiert ist und wieder quasi so auch die Ernährungsberatung dann die Leute wieder krank macht, damit es eben Dauerkunden gibt. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt im falschen System etwas Gutes geben kann. Ja, das ist so die Frage. Ja, das wäre so mein Schlusswort für heute. Ich gebe weiter. Ja, wie schon gesagt, lasst uns dann fröhlich auseinandergehen. Und wenn es im falschen System nichts Gutes mehr zu tun gibt, dann lass uns gleich ins richtige System rüberspringen. Du weißt, ich liebe den Sprung ins ganzheitlich Richtige. Ist ja ein spannender Sprung dann. Alles klar, bis nächstes Mal. Guten Abend. Tschüssi, bis Dienstag 18 Uhr. Jo. Tschüssi.